Guten Tag, liebe Zuschauer, zu Hause an den mobilen und nicht so ganz mobilen Endgeräten. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf Schloss Burg zu unserer ersten Sendung, quasi zu unserer Premiere von Vorsicht Klartext. Vorsicht Klartext ist ein neues Talkformat. Wenn Sie genügend Sendungen geschaut haben von Markus Lanz, Anne Will und Ihnen diese Talkshows in den zwangsgebührenfinanzierten Staatsmedien nicht so gefallen, dann ist das vielleicht hier eine Möglichkeit, wo Sie gerne weiter zuschauen dürfen. Zuallererst möchte ich Ihnen meine Co-Moderatorin vorstellen. Sie kommt direkt aus dem weiß-blauen Freistaat. Sie ist ein Münchner Kindl aus der Weltstadt mit Herz. Sie beeindruckt über 10.000 YouTube-Abonnenten mit ihrer frischen und provokativen Art. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Dankeschön. Okay, ich würde gerne vorstellen, Feruz Khan, erfolgreicher YouTuber mit seinem Kanal Achse Ost-West, heute hier mit einer genialen Idee, über die wir gleich reden werden. Ralf Eckhardt, Produzent des Songs Wir gemeinsam auf der Straße, wieder gemeinsam. Ralf Eckhardt, Produzent des Songs Wir gemeinsam wieder auf der Straße von Tobias Stein und Organisator der Demo in Schmalkalden. Und Elmar Gerke, mein Co-Moderator und Politikkolumnist von Post von Gerke. Vielen Dank für die nette Vorstellung, liebe Miriam. Ja, neben mir sitzt Grit Kutscher. Grit Kutscher ist Amtsrichterin in Meißen, in der Porzellanstadt Meißen. Und auf der anderen Seite Norbert Meyer. Norbert Meyer ist Landtagsabgeordneter seit 2019 im Sächsischen Landtag. Feruz Khan, meine erste Frage. Du bist erfolgreicher YouTuber mit deinem Kanal Achse Ost-West. Ex-Muslim, hast pakistanische Wurzeln, lebst jetzt in Dresden und hattest vor kurzem eine geniale Idee mit Change My Mind. Was ist das genau und was hat das mit All Lives Matter zu tun? Ja, Change My Mind ist quasi nach jahrelangem YouTuber-Dasein, wo ich quasi aus meiner persönlichen Sphäre, aus sicherer Umgebung Videos in den deutschsprachigen Raum publiziere, quasi der nächste Schritt, um auch neue Sphären zu ergründen. Change My Mind kommt ursprünglich aus Amerika, da hat es Steven Crowder quasi initiiert. Er geht mit einer These, mit einer durchaus streitbaren These, an die Öffentlichkeit mit einem Tisch, hat alles vorbereitet, Kameras, Mikrofon, und opponiert damit den Mainstream, den jeweiligen Mainstream in der aktuellen Sachlage, und kommt dann mit den Menschen ins Gespräch, kommt quasi zu den Leuten hin, wo man ihn nicht ignorieren kann, wenn er schon nicht eingeladen wird zu den öffentlichen Plattformen, dann geht er selber quasi zu denen hin. Und das Format fand ich sehr inspirierend. Ich bin grundsätzlich auch ein Verfechter für die Haltung, dass wir miteinander reden müssen. Ja. Und es kann schmerzhaft sein, aber nur so kann man neue Erkenntnisse erlangen. Und von daher war das für mich eine willkommene Gelegenheit, das zu adaptieren. Ja. Mhm. Das habe ich jetzt in der Premiere zum ersten Mal in Dresden vor knapp einem Monat gemacht. Ja. Ich habe es gesehen, in Dresden war ja genial. Da kam auch ein ganz junger Mann auf dich zu, ja, mit dem hast du dich ganz lang unterhalten. Das fand ich super klasse von dir. Genau, All Lives Matter war quasi meine erste Überschrift als Gegenthese zu Black Lives Matter. Mhm. Und bin nach wie vor gespannt, wie die Argumente aussehen. Ja. Inzwischen wurden ja auch schon einige ausgetauscht. Ich sehe nach wie vor die Narrative oder die argumentativen Ansprüche von Black Lives Matter nicht bestätigt oder nicht auf einem Fundament gebaut. Mhm. Insofern kann ich nach wie vor für All Lives Matter stehen. Sehr schön. Feruz, die Manipulationsmaschinerie öffentliche-rechtliche wäscht unser Gehirn mit angeblichen Rassismusfällen im zwangsfinanzierten Staatsfunk. Was können wir gegen ARD und ZDF tun, deiner Meinung nach? Also grundsätzlich sage ich immer, der erste Schritt ist die Erkenntnis im eigenen Kopf. Mhm. Also der allererste Schritt ist immer, dass wir uns ein Bewusstsein schaffen über die Zustände, die aktuell greifen und uns auch stellenweise manipulieren. Das heißt, jeder Mensch muss sich hinsetzen, muss sich Gedanken darüber machen, muss die Dinge auch vielleicht ergründen, auch vielleicht gegenchecken, vielleicht auch mal sich eine Gegenmeinung anhören, sich auch mal im alternativen Spektrum informieren, einfach nur, um zu reflektieren, ob das schlüssig ist, was uns präsentiert wird. Mhm. Und
insofern sehe ich den Vorwurf der Manipulation in vielerlei Hinsicht durchaus bestätigt. Jüngstes Beispiel ist, auch wieder anlehnt an die Thematik All Lives Matter, Black Lives Matter, da gab es zu einem Fußballspiel in Großbritannien, ist ein Flieger mit einem Transparent über das Stadion geflogen mit der Aufschrift White Lives Matter. Ja. Wurde im zweiten deutschen Fernsehen mit nur weiße Leben übersetzt, weiße Leben zählen übersetzt. Was ich sehr interessant finde, da wurde sich wieder rausgeredet, dass es ein Versehen war. Interessant finde ich an der Stelle, dass diese Versehen immer nur zu Ungunsten der Mehrheitsgesellschaft, der westlichen Mehrheitsgesellschaft passieren. Mhm. Das sind immer wieder Dinge, die quasi mich in meiner Einschätzung der öffentlich-rechtlichen Medienanstalt sensibilisieren und auch immer wieder wachrütteln. Ja. Verstehe ich. Feros, du hast ein Video über GEZ-Gebühren gemacht. Warum boykottieren so wenige diese unverschämten Zwangsabgaben, die jetzt sogar wieder erhöht wurden? Ja, das ist tatsächlich, also es kann durchaus sein, wie ich schon beschrieben habe, die Erkenntnis darüber, dass wir manipuliert werden, dass wir einseitig informiert werden seitens eigentlich einer Instanz, die zur Objektivität berufen ist, ja, zumal sie aus öffentlicher Hand bezahlt wird. Das ist immer der erste Schritt. Mhm. Der nächste Schritt kann sein, in den aktiven Widerstand zu gehen. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene Stufen. Der Boykott, den ich persönlich in der Öffentlichkeit auch vollumfänglich gehen möchte, ist natürlich die an der Stelle wagemutigste, sag ich mal, in dem Kontext. Und für die meisten ist es halt eben nicht, die können es nicht erbringen, dieses Risiko auf sich zu nehmen, aus Angst vor Denunziation oder Repressalien auf der Arbeit etc. Dazu sind zahlreiche Beispiele aus jüngster Empirie bekannt. Mhm. Aber ich kann die Hemmung davor nachvollziehen, also die Frage, um auf die Frage zu antworten, warum boykottieren es so wenige, ist klar, das ist Hemmnis, eine gewisse Hemmschwelle ist da zu überschreiten. Meiner Meinung nach ist der erste und wichtigste Schritt nach wie vor, sich ein Bewusstseinsfundament aufzubauen und dann zur Erkenntnis zu gelangen, dass es in meinem persönlichen Fall ein eklatanter Gewissenskonflikt ist. Ich kann und selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht diese Art von Berichterstattung unterstützen, mich quasi finanziell partizipieren, mich mitverantwortlich machen in einer Berichterstattung, der unseresgleichen oder unsere Mitmenschen diffamiert werden, denen Unrecht getan wird. Also das ist ein grundlegender Gewissenskonflikt und ich rate den Menschen halt immer, fangt mit dem ersten Schritt an, macht euch Gedanken darüber, informiert euch, haltet es euch vor Augen. Vielleicht kann man auch mal das umgekehrte Gedankenexperiment machen. Stellt euch mal vor, euch überweist jemand 51 Euro vierteljährlich und dafür, dass sie ihn beleidigt, dafür, dass sie ihn hinterrücks. Stellt euch mal dieses Beispiel vor und stellt euch mal die Frage, was für ein Gefühl, was für eine Wahrnehmung hättet ihr von so einer Person, die dennoch freiwillig euch Geld überweist? Mhm. Ja, also ob ihr so jemanden ernst nehmen könnt, ob ihr jemanden auf Augenhöhe begegnen könnt, was für einen Eindruck würde so eine Person hinterlassen? Das finde ich zum Beispiel eine interessante Fragestellung, um vielleicht mal so ein Bewusstsein dahingehend anzuregen. Mhm. Gute Idee für Change My Mind. Meine letzte Frage, Feros. Du gehst in deinen Videos gerne auf die Medien ein. Der linke Sumpf des ARD und ZDF, sehr gutes Video. Und wie links die deutschen Medien eigentlich sind. Wie sehr hat auch die SPD geheimen medialen Einfluss? Wie viele linksradikale Botschaften gibt es eigentlich im ZDF? Und was sagst du dazu, dass Anja Reschke den öffentlich-rechtlichen Erziehungsauftrag sogar zugibt? Ja, das ist ja interessant. Also das kann man manchmal mehr als freudschen Versprecher verbuchen, weil sie hat es ja wirklich offen gesagt, im schweizerischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen war das. Wir haben schon gewissermaßen einen Erziehungsauftrag, war glaube ich sinngemäß die Aussage. Jetzt ganz kürzlich ist noch erschienen von Kai Kniffke, der zugegeben hat, dass er im Zuge des Aufkeimens der AfD und der Pegida-Bewegung durchaus auch einseitig und tendenziös berichtet hat. Also dass sie da durchaus einen Auftrag hatten, die Geschehnisse zu lenken, wozu sie bei weitem nicht, beileide nicht berufen sind, in der Form, dass sie eigentlich nur als Schiedsrichterrolle die Dinge deskriptiv darlegen sollen. Mhm. Der Zuschauer soll sich sein eigenes Bild machen. Diese linken bis linkspopulistischen bis linksradikalen Tendenzen, die bestätigen sich immer wieder, auch in Form, in Person von
bestimmten Agitatoren, mhm. die in den Reihen der Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt sind. Jüngstes Beispiel war Danny Hollick, mhm. der der Großmütter beschimpft hat im Endeffekt als Nazisau, dem das nicht genug war. Nach wie vor, glaube ich, nach meinem aktuellen Wissensstand beschäftigt beim WDR. Da hat sich der WDR auf seine Seite gestellt und anderes Beispiel ist ein Patrick Gensing, der laut eigenen Angaben früher antifamäßig unterwegs mhm. war. Ja, alles sind solche Dinge, die zeigen mir zum einen, wie das, der Rahmen des Zulässigen sich immer weiter nach links verschoben hat, bundesweit, in allen, auf allen Ebenen, gerade in der Metapolitik, und dazu gehören auch eben Medien. Und zum anderen, wie einfach ARD und ZDF, Konsorten, ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Hm. Vielen Dank, Feroz Khan. Achse Ost-West, Elmar. Ja, lieber Feroz, ich habe an dich noch eine kurze Frage, bevor wir zur nächsten kommen. Du hast ja bereits Talkshow-Erfahrung. Tatsächlich. Allerdings als Gast, ja. als Zuschauer, nicht als Gast. Wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre? Ziemlich genau 3,5 Jahre. Allerdings hatte ich den Auftritt vor 2,5 Jahren auf meinem Kanal veröffentlicht. Ah ja, du warst ja beim WDR als Zuschauer, bist dort gefragt worden zu einer Thematik, wo es auch um Fremdenfeindlichkeit ging. Und dann hat man dich ausgewählt oder du hast was dazu. Und hast so sinngemäß gesagt, ja, ich bin aus Dresden. Und dann hat man so das Gefühl gehabt, dass man dort erwartet, dass du quasi in Dresden oder Ossi-Bashing betreibst. Das ist natürlich völlig anders passiert. Du hast was völlig anderes gesagt, kann sich jeder nochmal gerne auf deinem Kanal anschauen. Mich würde interessieren, gab es dann hinterher nach der Veranstaltung, nach der Talkshow nochmal eine Reaktion drauf seitens des ZDFs, seitens des Produktionsteams? Wurde da nochmal irgendwie das angesprochen? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gab tatsächlich, ich habe im Zuge dessen dann meinen Kanal gegründet, quasi am 1. Dezember 2016 damals. Einige Monate später war dann die MeToo-Debatte aufgeflammt in Deutschland. Dahingehend sind die sogar auf mich zugekommen, meinten, die hatten einen erfolgreichen Auftritt. Mein YouTube-Kanal war zu dem Zeitpunkt noch nicht so populär und auch nicht so bekannt. Ja. Also vielleicht hatten die das gar nicht auf dem Schirm, dass ich da mir eine eigene Bühne geschaffen habe, selber jetzt Fernsehen mache. Aber die sind auf mich zugekommen, hatten mich zu dieser MeToo-Debatte eingeladen. Habe ich aber abgelehnt, weil ich meinte, das ist jetzt nicht meine Thematik. War das zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Heute sehe ich eher Zusammenhänge zu anderen Thematiken, wo ich mich vielleicht auch positionieren könnte. Zu dem Zeitpunkt war das allerdings nicht mein Kernthemenbereich. Insofern habe ich dann höflich abgelehnt. Und fraglich bleibt nach wie vor, ob die mich heute nochmal einladen würden, nach dem aktuellen Stand. Das ist eine gute Frage. Ja, sehe ich durchaus ziemlich entschieden, kann ich ziemlich entschieden ablehnen. Ich habe mich ja selber beworben zu einer Sendung von Dunja Hayali. Ja. Da hieß es dann, die Plätze waren vergeben. Darüber können wir jetzt spekulieren. Kann schon mal passieren, ne? Darüber können wir jetzt spekulieren, jawohl. Ja, also wer das jetzt noch nicht kennt, diesen Ausschnitt aus dem WDR findet man immer noch auf deinem Kanal. Jawohl. Wie lautet dein Kanal? Sagen nochmal für die Zuschauer. Axel Doppelpunkt Ost-West, komplett zusammengeschrieben. Genau, kann man sich das nochmal anschauen. Ist höchst interessant und sehr spannend, wie Feroz Khan da quasi auch die Medien vorgeführt hat. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ebenso, gerne. Wir kommen zu unserem nächsten Gast. Oder muss man jetzt sagen, Gästin? Ich weiß es nicht. Bitte nicht. Wir begrüßen Grit Kutscher. Grit Kutscher ist Richterin am Amtsgericht Meißen. Man kann sagen, dem Gericht mit der schönsten Aussicht, weil sie schaut direkt von der Burg, von ihrem Arbeitszimmer, direkt von der Burg hinunter über die schöne Porzellanstadt. Sie ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Meißen. Und ihre erste berufliche Tätigkeit war gar nicht in der Juristerei. Sie hat ein Praktikum gemacht im VEB OGS Meißen. Jetzt frage ich OGS Meißen, was heißt das? Das hieß mal früher VEB Obst, Gemüse, Südfrüchte. Südfrüchte. Mangels Südfrüchte hieß es dann Obst, Gemüse, Speise, Kartoffeln. Warst du also jetzt nah dran an den Bananen? Ich saß an der Quelle, genau. Auch die berühmten Nabelfrüchte. Ah, sehr schön. Die wurden dann verteilt. Ja, genau. Ja. Also du warst da schon etwas privilegiert mit, bist aber dann trotzdem, hast du gesagt, okay, ich will mir die Banane mal von der anderen Seite anschauen. Hast dann ein Jurastudium gemacht in der Kalifatshauptstadt in Köln? Noch ganz anders. Ich hatte ursprünglich, das war so in der DDR, da musste man ein Vorpraktikum machen für ein Studium in der DDR. Hat ja noch keiner geahnt, wie sich das mal entwickelt. Und ich habe tatsächlich im Wendesemester 1989 angefangen, in Leipzig an der Handelshochschule Rechnungsführung und Statistik zu studieren. Und habe dort die Montagsdemonstrationen, die ganze Wende live miterlebt. Ja.
Ja, das war schon sehr prägend. Ich bin dann aber direkt 1990 schon im März dann nach Köln gegangen und habe dann erstmal einen richtigen Beruf gelernt, einen anständigen. Ich bin Groß- und Außenhandelskauffrau in Bonn. Schön, genau. Du warst dann auch nach dem Abschluss des Studiums Rechtsanwältin in Köln. Richtig, ja. Du hast eigentlich alles durch, die ganzen juristischen Stationen. Du warst Staatsanwältin und Richterin in Dresden? Na, das gehört zum Referendardienst. Ach, das gehört zum Referendardienst. Ich habe das erste Staatsexamen, ich habe mein Studium in Köln und in Dresden absolviert und das erste Staatsexamen in Dresden, in Sachsen, abgelegt. Und bin dann für das Referendariat, das wir ja auch haben, wir Juristen, fürs zweite Staatsexamen wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ich habe dann insgesamt 11 Jahre gelebt und habe dann am OLG in Düsseldorf das Referendariat gemacht. Ja. Und dort gehört es dazu, dass man halt an einem Amtsgericht arbeitet oder Landgericht arbeitet, dass man, ich war in Kleve beispielsweise am Landgericht mit meiner Station und bei der Staatsanwaltschaft in Duisburg, ja, Mörs, Marxloh. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen schon, die Grit Kutscher war überall. Sie ist quasi unser juristischer Sachverstand heute in der Runde. Und da kommen wir gleich die erste Frage dazu. Du bist ja parteilos, aber politisch stark engagiert. Und zwar unter anderem beim Dresdner Verein Pro Mitsprache e.V., der sich ja stark für mehr Demokratie und für Bürgerbeteiligung engagiert auch, stark macht. Das sind ja so Sachen, die unserer Obrigkeit scheinbar nicht so gefallen. Also der Bundespräsident hat mal gesagt, er hält von diesem Schweizer Modell der direkten Demokratie hält er gar nicht so viel. Du bist ein Leser meiner Facebook-Seite, Post von Gerge, bist du ja auch bekannt vom, wie gesagt, vom Trojanischen Pferd, von dem Kunstprojekt. Mhm. Warst du ja auch als Rednerin dabei in Meißen, in Dresden. Wir haben auch schon gemeinsam mal ein Video gemacht, was auch gute Reaktionen hatte. Vielen Dank nochmal in dem Augenblick dazu. Ja, und du sparst nicht an Kritik gegenüber Politikern und den Entwicklungen in unserem Land. Und das ist ja relativ ungewöhnlich, dass Juristen sich trauen, öffentlich dies zu tun. Also von den meisten hört man ja gar nichts. Und da habe ich natürlich die Frage, wie kommt es jetzt eigentlich, dass du dich traust, ich sage es mal volkstümlich, das Maul aufzumachen? Also grundsätzlich zunächst ist es sind Juristen ein eher zurückhaltendes Volk, was das angeht. Auch wenn sie sehr viel sprechen und sehr viel, das ist ein reiner Redeberuf. Es wird sehr viel abgewogen, man wägt seine Worte genau, ob sie, wie das halt in der juristischen Fachsprache so möglich und notwendig ist. Ja. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, die Juristen vor allen Dingen haben die Gewaltenteilung sehr verinnerlicht. Und dazu gehört es auch, dass Juristen sehen, Gewaltenteilung ist klar, also Judikative, das sind wir, das sind die eine Gewalt im Staate, Legislative, das sind die, die die Gesetze erlassen, das sind die Parlamente. Kommen wir dann noch dazu, Genau, und die Exekutive, die vollziehende Gewalt, wozu auch die Minister gehören, auch die Bundeskanzlerin gehört, aber eben auch der Verwaltungsbeamte, das sind die Exekutive und man soll möglichst Distanz wahren dazu. Okay. Und das hat doch seinen Sinn, damit die wechselseitigen Beeinflussungen gering gehalten werden. Und das gehört mit dazu, weshalb sich Juristen generell zurückhalten. Nun ist es allerdings so, dass auch Juristen eine politische Meinung haben und die sollen sie auch haben. Und aus dem Grunde ist es zu begrüßen, dass sich immer mehr Juristen auch trauen, wenn ich an den Thorsten Schleif erinnere, beispielsweise, der mit seinem Buch Urteil ungerecht doch sehr tief in die Juristerei Einblick gewährt hat als Amtsrichter. Und und ich bin schon immer ein sehr politisch interessierter Mensch. Und man muss dazu sagen, dazu gekommen bin ich eigentlich über das Thema Islam, mit dem ich mich schon seit über 25 Jahren mittlerweile beschäftige, intensiv beschäftige, auch aus juristischer Sicht oder insbesondere aus juristischer Sicht, aus Frauen, der Sicht der Frauenrechte. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und ich reise auch sehr viel und deshalb bin ich dazu gekommen. In Köln kommt man notwendigerweise damit in Kontakt. Und ich hatte auch sehr viele Freunde aus dem türkischen Bereich und aus sehr säkulare Türken. Und sehr moderne und auch eine sehr super nette libanesische Familie, die mich quasi adoptiert hatte fast. Und da bin ich mit hineingekommen und der Knackpunkt war eigentlich 2015, das muss man sagen. Das war so der Ausschlaggebende. Wie reagieren denn dann so deine Richterkollegen, Vorgesetzten, Mitarbeiter, wie reagieren die drauf?
Meine Kollegen fast gar nicht. Mhm. Es wird ausgespart. Ah ja. Es fallen, was mir auffällt, dass unter Kollegen, wir sind ein kleines Gericht, ne? Wir sind 11 Kollegen, ja. Dass unter Kollegen so ein stilles Einverständnis herrscht mit denen, wo man weiß, das sind so, und das ist so eine Linie, aber es wird nicht ausgesprochen. Es herrscht eine große Sprachlosigkeit. Und was mir auch sehr auffällt gegenüber der Zeit vor 2015, würde ich mal tatsächlich so festmachen, es finden nahezu keine politischen Diskussionen mehr am Richtertisch statt. Ah ja. Und na, man trifft sich ja halt in Mittagspause etc. Also das Thema wird komplett ausgeblendet. Es wird ausgeblendet. Okay. Von vorgesetzten Seite sieht das ein bisschen anders aus. Das hat seinen Grund darin, dass ich schon von Beginn meiner Äußerungen an stark aus der extrem linken Seite beobachtet wurde. Und insbesondere, also mittlerweile weiß ich, dass es aus welchen Ecken das kommt, dort auch an das Ministerium und an den Dienstherrn geschrieben hat, man müsse diese Richterin aus dem Dienst entfernen etc. pp., weil ihnen meine Meinung nicht gefallen hat. Ja. Nicht? Und es hat dann in der Tat dazu geführt, dass es mittlerweile 3 Disziplinarverfahren gegeben hat, 2 davon sind noch offen. Im Wesentlichen wurde da meine Meinung zum Thema Islam angegriffen, wobei ich dort festgestellt habe, dass ein unglaubliches Unwissen über diesen Themenbereich in der Justiz vorherrscht, also in dem Bereich, die dafür zuständig sind. Das ist in meinem Fall das Landgericht in Dresden, das Oberlandesgericht in Dresden. Und aus diesem Grunde heraus ist dann auch so ganz erheblichen sehr unglücklichen Formulierungen, will ich es mal so sagen, die dann schon sehr peinlich sind, würde ich aus meiner Sicht, gekommen sind. Im Wesentlichen sind diese Punkte allesamt fallen gelassen worden, was dieses Thema angeht. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten offen. Da haben wir jetzt eine Verhandlung am Verwaltungsgericht. Das ist halt der normale Rechtsweg dahin. Und wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Und es ist noch ein weiteres Verfahren, das ist momentan noch offen. Und auch dort geht es wieder um das Thema Islam. Ich muss jetzt für die Zuschauer auch mal dazu sagen, also die Grit Kutscher hat nie irgendwas gesagt, was juristisch grenzwertig, was verboten wäre, was strafbar wäre. Selbstverständlich nicht. Macht sie natürlich auch nicht, weil sie kennt sich ja natürlich aus. Also das sind alles nur Fragen, ob sie das darf, ob sie die freie Meinungsäußerin in dieser gewählten Form als Richterin überhaupt in der Öffentlichkeit darf. Das ist richtig. Dass die Meinungsäußerung eines Juristen oder eines Richters möglich ist, das ist sicherlich nicht im Streit. Das hat man da mittlerweile gelernt. Die Frage ist, wie man das tut. Und hier merkt man ganz, ganz klar diese Tendenz, lehn dich bloß nicht so weit raus, schon gar nicht, was das Thema, ich sag mal, heiklen Themen angeht, und dazu gehört nun mal das Thema Islam. Das, was früher vor vielen Jahren noch völlig normal war, dass man die Problematik der Beschneidung der Frauenrechte im Islam, im Iran anschneidet, zum Beispiel in Saudi-Arabien, und das Zuwachsen mittlerweile auch in Nordafrika, also diese Re-Islamisierung, die wir seit dem arabischen Frühling erleben, wenn das angesprochen wird mittlerweile, ist es ein No-Go. Also es wird schon kritisch betrachtet, überhaupt kritische Themen fragt. Richtig, richtig. Anschneidet, dann gilt das schon fast, also man kann schon da fast sagen, es ist schon halber Maulkorb-Erlass oder sowas. Ja, ich würde es weniger so bezeichnen. Es ist sehr drastisch gesprochen, aber wenn man... Das ist ein bisschen Getriebenheit dabei. Ne? Also es kommt von Seiten, ich habe das Gefühl, da gibt es Leute, die das Internet durchforsten. Ich publiziere dann überwiegend über Facebook, aber eben auch auf diesen Veranstaltungen mit dem trojanischen Pferd waren wir ja öfters unterwegs. Dadurch bin ich natürlich bekannt und entsprechend werde ich dann auch beobachtet und mir sind auch schon die dollsten Dinge angedichtet worden, das bleibt dann auch nicht aus, und dann werden so die Truppen in Bewegung gesetzt und dann feuert es an Briefen an den Direktor, und der muss dann weiterleiten und so weiter, und da will man wenigstens ein bisschen was machen.
Also das ist mal ganz interessant, so auch wie vielleicht der politische Gegner arbeitet oder wie Leute arbeiten, die Demokratie noch nicht verstanden hat. Demokratie ist ja auch immer Meinungsfreiheit. Man muss, Und, aber so arbeiten es sind, wir. So wird gearbeitet. Ja. Es werden, also mittlerweile ist es auch, konnten wir es auch nachweisen. In einem Fall konnten wir es positiv nachweisen, dass mir ein Beitrag untergeschoben wurde, der nicht auf meiner Seite war, aber so zusammengeschnitten worden ist, als wäre er auf meiner Seite. Also das ist schon ein Vorsatz? Genau, ja sicher. Ja. Und dieser ist dann eben entsprechend dann verbreitet worden und das hat natürlich zu der gewünschten Reaktion geführt. Gut. Ja. Kommen wir mal zum ganz anderen Thema, zum weiteren Thema. Derzeit sorgt ja der Fall Andreas Kalbitz für große Aufregung, auch unter AfD-Mitgliedern und auch für Verunsicherung. Und wir wollen jetzt mal gar nicht die Frage erörtern, welche Folgen der Ausschluss eines Fraktionsvorsitzenden, eines Landesvorsitzenden, eines der stärksten und erfolgreichsten AfD-Landesverbände hat auf Wähler und aber auch auf engagierte Mitarbeiter oder ich sag mal Parteimitglieder, die da mit dabei sind. Das ist mal eine ganz andere Frage, da könnte man wahrscheinlich ein Einzelinterview dazu machen, sondern es geht uns eher darum, die juristische Seite mal ein bisschen näher zu beleuchten, weil ich glaube, es hat für viel Unverständnis gesorgt unter dem juristischen Laien. Da ist, der AfD-Bundesvorstand hat ja beschlossen, Andreas Kalbitz per Mehrheitsbeschluss auszuschließen aus der Partei. So. Erster Fehler. Dann korrigiere meinen ersten Fehler. Es ist kein Parteiausschluss erfolgt. Es war kein Parteiausschluss, sondern eine Annullierung der Aufnahmeentscheidung durch den Bundesvorstand. Kommt aber aufs Gleiche raus, oder? Nein, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied und das muss man auch, das ist ein juristisch ganz wesentlicher Unterschied, weil das ganz andere Rechtswege eröffnet. Ein Parteiausschluss ist eine völlig andere Sache, die die bei Verstoß gegen Mitgliedspflichten im Raum steht. Aber dazu muss man erstmal Mitglied sein. Und hier wird angeknüpft auf Mitgliedschaften. Das ist jetzt wieder das Gleiche, allerdings in anderen Organisationen, die unter Rechtsextremismusverdacht beziehungsweise dann auch bestätigt rechtsextremistisch sind, die bereits vor der Aufnahme in die AfD, vor deren Existenz vorgelegen haben. Also vor Mitgliedschaft. Gut, das klingt aber jetzt schon juristisch reichlich spitz, finde ich auch. Das ist juristisch. Und das Ergebnis ist ja letztendlich gleich. Das Ergebnis ist gleich. Andreas Kalbitz ist nicht mehr in der AfD. Das Ergebnis ist das Gleiche. Die Frage ist doch, ist dann tatsächlich, woran knüpft es an? Ja. Ist es, man hat beispielsweise, das gibt es ja in jeder Partei, dass da irgendwelche Mitgliedsrechte oder Mitgliedspflichten von Parteimitgliedern ab und an mal nicht erfüllt werden oder missachtet werden. Ja. Und dann hat jede Partei die Möglichkeit, zu versuchen, einen Parteiausschluss zu beantragen. Ja, das geht dann in der Regel, soweit ich habe die Satzungen von den einzelnen Parteien, die so im Bundestag vertreten sind, durchgeschaut, das geht in der Regel übers Schiedsgericht und muss dann dort beantragt werden. Also bei Thilo Sarrazin macht man das ja gerade. Bei der SPD es ist dann auch vom Schiedsgericht, Landesschiedsgericht war da zuständig, soweit ich mich entsinne, ist das dort beantragt worden und das wird dann entscheidet und da gibt es auch einen Instanzenzug. Ne? Genau, also das wäre jetzt die nächste Frage, jetzt ist ja, hat das Berliner Landgericht, glaube ich, hat im Eilantrag entschieden, also er darf doch erstmal dabei bleiben oder wie auch immer. Jetzt ist mal die Frage, wie schaut jetzt der weitere juristische Weg aus? Wie lange kann das dauern und wer hat denn letztendlich das letzte Wort? Also ich möchte zunächst noch Folgendes sagen, das ist ja der Unterschied, es ist ja, liegt ja gerade kein Parteiausschluss vor, es ist also kein Parteiausschluss beantragt worden vom Bundesvorstand und der Bundesvorstand, der kann auch keinen Parteiausschluss beschließen. Das geht nicht. Die können, wenn sie das tun, dann können sie beim Bundesschiedsgericht diesen Ausschluss beantragen. Ja. Ne? Das machen sie nicht, weil sie knüpfen daran nicht an. Keine Mitgliedspflichtverstöße. Ja? Sondern was sie getan haben, ist das, was man juristisch eine Anfechtung der Annahmeentscheidung nennt. Und zwar die Annahme des Antrages auf Aufnahme in die Partei. Ja, ja.
vielleicht haben Sie Zuschauer auch schon selbst, die Parteimitglied sind, auf alle Fälle, die kennen das, die haben einen Aufnahmeantrag gestellt, richtig, genauso bei jedem anderen Verein. Wenn man da eintritt, dann sagt man, oh, ich möchte hier Mitglied werden, füllt einen Zettel aus, teilweise online, teilweise offline, wie auch immer, und muss dann entsprechende Angaben machen und schon ist man drin, heißt es. Ist es nicht, denn jeder Verein, jede Partei hat die Möglichkeit, nach dem Parteiengesetz auch, die darüber zu entscheiden, selbst zu befinden, wen nehmen wir auf. Ja, bis auf ganz Willkürentscheidungen, wo das absolut nicht nachvollziehbar ist, wie Gewerkschaften zum Beispiel, dann gibt es kein Aufnahmerecht. Also ich habe kein Recht, ich kann nicht klagen, ich möchte jetzt in diesen Verein aufgenommen werden und ich möchte in diese Partei aufgenommen werden. Das gibt es nicht. Diese Möglichkeit hat man nicht. Das heißt, die Partei prüft zunächst den Aufnahmeantrag und entscheidet dann, jawohl, das ist die Annahmeentscheidung. Du darfst. Du bist ab jetzt Mitglied. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ne? Also man kann und auch dagegen nicht klagen. Wenn man abgelehnt wird, wenn man ist, abgelehnt wird ja, ist es in der Regel so, wie gesagt, es gibt wenige Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass man dann draußen ist. Gut. So. Okay. Und hier ist es so, dass diese Annahmeentscheidung, dieses Jawohl, du darfst, beim Andreas Kalbitz ganz konkret, angefochten wird. Gut. Und zwar gibt es da nach zwei, eigentlich sogar drei Möglichkeiten, zwei Satzungsmöglichkeiten und eine außerhalb der Satzung. Man muss dazu wissen, das Parteienrecht ist sehr explizit. Die Bildung der Parteien, das ist ja bereits im Grundgesetz verankert. Und darauf fußt das Parteiengesetz. Und im Parteiengesetz ist explizit geregelt, dass sich die staatlichen Stellen herauszuhalten haben aus allem, was die Partei angeht. Dazu gehört auch die Gerichtsbarkeit. Das heißt, es sind Schiedsgerichte zu bilden. Also die Schiedsgerichte haben dann auch das letzte Wort über Nichtannahme der Mitgliedschaft. Haben erstmal das letzte Wort. Ja. Hier ist der Fall so, es ist im Hinblick auf diese vorgeworfen oder unterstellten Mitgliedschaften. Ich weiß jetzt nicht, wie weit da die Beweislage ist. Das können wir ja gesondert mal erörtern. Die ist gesagt worden, im Hinblick darauf hätten wir Sie, Herr Kalbitz, nicht in die AfD aufgenommen. Es ist ja die HDJ ist ja da, das ist eine rechtsextreme Organisation, die ist ja auch verboten worden und das ist auch unstreitig, dass das eine extreme Organisation ist und die mittlerweile auch auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht und gleichzeitig eine frühe Mitgliedschaft bei den Republikanern. Ja. Frühe Mitgliedschaft heißt, zu diesem Zeitpunkt waren die Republikaner noch unter Beobachtung. Ja, und bei der Aufnahme, also in der ersten, der Ursprungssatzung, der allerersten, das war so die Gründungssatzung von 2013 im Februar, dort war bereits geregelt, dass unter von Verfassungsschutz beobachtete Organisationen oder Mitgliedschaften diesen Organisationen anzugeben sind. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Also auf jeden Fall sehr, sehr heikle Angelegenheit, sehr juristisch schwierige Angelegenheit. Ich glaube, will deine Frage noch beantworten, dass wir nicht von abkommen. Das ist abgeschweift, genau. Ja, das ist richtig, weil es wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Das muss man wirklich sagen. Es hat viele irritiert, dass jetzt zugleich das Landgericht in Berlin angerufen wurde. Das ist insoweit fast richtig, weil es wurde zuerst, und das ist richtig, von Andreas Kalbitz das Bundesschiedsgericht angerufen. Ja, das Parteischiedsgericht, und das Parteischiedsgericht der AfD. Und das hat aus seiner Sicht nicht schnell genug entschieden. Es gibt da auch einstweiligen Rechtsschutz, also Eilverfahren, die sind da auch möglich, um ihm die Mitgliedsrechte vorerst bis zur endgültigen Entscheidung wieder zu gewähren. Und da das nicht schnell gegangen ist, hat er sich ans Landgericht Berlin gewandt. Und das Landgericht Berlin hat meines Erachtens zu Recht gesagt, also Bundesschiedsgericht, wenn du nicht aus dem Rufen kommst, dann müssen wir dich dazu zwingen, also, und das ist die einzige Möglichkeit, die man hat, vorerst bis zur Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes in dem Falle, gewähren wir dir oder verpflichten wir die AfD unter Androhung von Zwangsgeld,
die Mitgliedsrechte wieder zu gewähren. Ja? Und hierauf ist ja dann auch das Bundesschiedsgericht gleich tätig geworden. Ja. Und hat dann eigene Entscheidungen getroffen. Und das geht jetzt erstmal weiter beim Bundesschiedsgericht. Die haben erstmal das wieder aufgehoben. Aber naja. Also es wird noch eine spannende Oberschlicht Geschichte. Oberschlicht unter. Ne? Also erstmal Landgericht. Das Landgericht hat erstmal entschieden, dass das bis zur rechtskräftigen Entscheidung die Mitgliedsrechte zu bewähren sind. Wir könnten wahrscheinlich ein atemfüllendes Programm aber über die juristische Geschichte machen. Liebe Grit Kutscher, wir danken dir für deine juristische Aufhellung. Ich denke, waren ganz ein paar Punkte dabei, die jetzt so noch nicht bekannt waren. Wir machen das auf jeden Fall nochmal mit einem speziellen Format und gehen nochmal speziell davon ein. Erstmal danke dafür und ich gebe wieder weiter an Mirjam und ihren nächsten Gast. Dankeschön, Elmar. Ralf. Du bist der Produzent des Songs Wir gemeinsam wieder auf der Straße von Tobias Stein. Warum hat das Lied gerade mit diesem Text so einen durchschlagenden Erfolg in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Ob das jetzt wirklich ein durchschlagender Erfolg ist, müsste ich sagen, wenn es jetzt wirklich in dem Text so wäre, dass er dann auch radiotauglich wäre, dann wird es ja auch im Radio gespielt. Dann wäre es, denke ich mal, durchschlagend. Mhm. Ansonsten hat sich das Lied natürlich, wenn ich jetzt mal YouTube anschaue, dort wird es 200.000 Mal, glaube ich, im Moment angeklickt. Aber es wurde ja auch viral geteilt bei Facebook, bei WhatsApp, beim Messenger. Ich alleine habe das gleich bei Messenger oder bei Facebook 20 Mal auch wieder zugeschickt bekommen. Ey, hör mal das Lied an. Ja? Wird bei Antenne Thüringen blockiert und konnte mir dann mein eigenes Lied anhören. Die wussten natürlich nicht, dass ich jetzt der Produzent bin, weil ja der Tobias das damals gesungen hatte. Und ich habe versucht, dieses Lied damals wirklich mit Herz zu schreiben, ohne dass man halt extremes Bashing macht. Ja. In der ersten Strophe, weil dann auch viele manchmal anfangen und sagen, ja, hier 2015 und so und davor und mit den Flüchtlingen, da war doch auch nichts besser. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es bei mir eigentlich losging mit 2014. Ich wollte dort eigentlich nur sagen, wir hatten damals gefühlt, also es war ja die Weltmeisterschaft, wir hatten gefühlt so eine Einigkeit in dem Volk. Stimmt. Und das ist das, was ich halt feststelle, dass das weggegangen ist. Und das ist das, was ich vermisse. In der zweiten Strophe bin ich natürlich dann drauf eingegangen, wo so die Probleme lagen. Die waren, letztes Jahr gab es ja noch nicht Corona. Da war es dann halt wirklich die Flüchtlingspolitik. Und hier sage ich auch, wir sind ja hier gerne Vorbild. Ne? Ja. Also auch in der Flüchtlingspolitik. Aber es geht halt auch nicht alleine. Dann halt auch Umweltschutz. Und wir haben ja viele andere Probleme in dem Land natürlich auch zu wälzen, dass man die nicht vergessen sollte. Und am Ende bin ich eigentlich nur noch mal drauf gegangen, dass wir natürlich, also Einigkeit, Recht und Freiheit und was da uns halt alles fehlt und dass wir halt irgendwann dringend wieder auf die Straße müssen. Und in meinem Text heißt es ja dann auch, dass wir wieder gemeinsam auf die Straße gehen und Gesamtdeutschland, weil es ist einfach wichtig, dass auch der Westen irgendwann begreift, nur gemeinsam können wir das schaffen. Und ich finde es eigentlich auch schade mit diesen ganzen Spalten, auch was jetzt natürlich immer kommt. Wir müssen trotzdem immer wieder versuchen, die andere Seite mit wach zu machen. Und das versuchen wir übrigens auch liebevoll, damit die mit uns gemeinsam eigentlich dieses Elend auf der Welt, weil ich meine nochmal, wer liefert die Waffen? Ja, das sind wir. Und da gibt es viele andere Sachen. Ich meine, es sterben alleine 30 bis 40 Millionen Menschen jährlich an Hunger. Das ist wenn man das mal sagt, das ist ein wirklicher Virus. Ja, und wir haben da eine Lösung. Und die heißt einfach nur Essen. Und das hätten wir hier überall. Und wir können diese Kleinigkeiten, die es hier eigentlich sind, einfach nicht bekämpfen. Und das ist was, wo wir eigentlich gemeinsam gegen angehen müssen und nicht den Lobbyisten und der ganzen Pharmaindustrie halt weiterhin das Geld hinterherwerfen und dass die uns halt in dem Moment bestimmen. Absolut. Und das war mein Ziel, es liebevoll zu schaffen. Und ich glaube halt immer, wenn man das mit Herz versucht, dann erreicht man viel mehr und auch die andere Seite hört halt auch zu. Deswegen, wenn man dann halt immer Bashing macht, Extremes, da erreicht man das nicht. Nur vielleicht die einen im gleichen Kreis, die sagen dann, ja, da hat er schon recht, aber wir wollen ja die andere Seite versuchen. Wir alle wissen das dass was nicht in Ordnung läuft, aber wir brauchen halt auch die andere Seite,
damit sich wirklich was bewegt. Ich glaube, der Song Elmar wurde bei dir in 1 Million Mal geteilt oder so, gell? Ja, auf deinem Post von Gerke. Genau, das war ja der Hintergrund. Also wir haben uns ja eigentlich kennengelernt durch diesen Song. Also ich bin oft von einer Freundin auf den Song aufmerksam geworden, habe ihn angeschaut und ich fand ihn so gut, weil er hat, wie viele andere das auch bestätigt haben, dann so einen Gänsehautmoment ausgelöst. Also er hat voll ins Schwarze getroffen, habe dann gefragt, darf ich den auf meine Seite hochladen? Hat er gesagt, ja. Oder Tobias Stein hat es auch gesagt, ja, darfst du machen. Und er hatte dann Zugriffe über 1 Million, 20.000 Likes, 15.000 Mal geteilt. Also gigantisch eigentlich. Und weil du gerade vor uns gesagt hast, also du weißt nicht, ob es ein durchschlagender Erfolg war. Natürlich war es ein durchschlagender Erfolg. Also ich meine, wenn es irgendwo auf meiner kleinen Seite schon 1 Million Mal angeschaut wird. So. Und auf vielen anderen Seiten, also wenn man es insgesamt nimmt, haben wir ja dort, hat es vielleicht 10 Millionen Menschen erreicht. Ja. So. Und da fragt man sich natürlich, warum wird es in den Radios nicht abgespielt? Also ich meine, wenn so ein Knallersong da ist, also wir haben viele andere Songs, wo man sagt, naja, müssen die jetzt im Radio gespielt werden, ne? Aber ich muss eingreifen, also es wurde in, glaube ich, 6 oder 7 Radiostationen, natürlich kleineren, wurde das natürlich auch gespielt, aber jetzt die ganz Großen vom Mainstream, selbst wenn wir das angefragt haben, es ist halt nicht deren Klangfarbe und sie dürfen ja selbst entscheiden, was sie spielen und selbst wenn dann auch viele angerufen haben, wir wollen dieses Lied hören, ja, wenn sie halt sagen, das ist nicht unsere Klangfrage. Letztendlich ist es denen ihr Radiosender und sie dürfen spielen, was sie wollen. Ne? Und das geht uns ja allgemein so. Deswegen sitzen wir ja heute hier, weil wir ja nicht in die Talkshows kommen. Deswegen machen wir halt einfach unsere eigene bringen halt das, was uns bewegt, an die Bürger da draußen weiter. Absolut. Also wenn jetzt ein Radioverantwortlicher zuschaut, Chef vom Dienst, der soll sich mal das anschauen, das Lied, Zugriffszahlen, weil da geht es auch immer darauf, was kommt bei dem Bürger an. Ja. Kann ich nur werben. Empfehlen. Vielleicht kommt es ja doch mal in einen breiteren Kreuz. Ich würde auch gerne jede Textzeile gerne dabei erklären, dass man wirklich sagen kann, nee, der Ralf hat das wirklich ernst und echt. Kommunikation. Natürlich, das ist doch das Wichtigste. Wir müssen zusammen immer noch reden. Ja? Gut. Das ist wichtig. Ralf, du hast es geschafft, den schwer zu erreichenden Uwe Steimle zu deiner Kundgebung zu bekommen. Verrätst du uns, wie du das hinbekommen hast und was hast du eigentlich mit Viva la Revolution zu tun? Das ist könnte eine lange Geschichte werden. Also ich muss dazu sagen, ich bin wirklich erst 2017 aufgewacht. Ja? 2015, ich war auch noch hier dafür, Frau Merkel macht das genau richtig, wir lassen die Flüchtlinge rein, weil wir ja gesehen haben, ne? Wie sie durch Elend, durch die kalten Flüsse, nur die Familien, den Kindern auf dem Arm und ganz schlimm. Ich war damals auch so, wer, wenn nicht wir Deutschen können das schaffen, mit reinholen. Ich bin dann 2017 aufgewacht. Ich muss dazu sagen, ich bin zu Facebook gekommen und dann hat man natürlich auch erstmal andere, diese alternativen Mädchen, ja, die jetzt viele andere im Moment, auch in meinem Freundeskreis, im Moment auch noch nicht zugreifen, immer so weiterhin verblendet sind. Und da bin ich dann aufgewacht und ich habe dann natürlich auch Uwe Steimle oft gesehen gehabt. Und habe mich immer gefragt gehabt, Mensch, meine Güte, warum steht eigentlich keiner auf? Er hatte dann immer gefragt, wo bleibt eigentlich der Aufstand der Anständigen? Und ich habe mich einfach als anständiger Bürger gefühlt in dem Land. Ja? Und ganz viele drumherum sich eigentlich auch. Und ich habe gesagt, warum stehen wir nicht einfach auf? Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben gehabt. Noch mit ein paar anderen Sachen und wenn irgendwann, ich habe ihm dann gesagt, wenn eigentlich deine Satire zur Wahrheit ist, dann ist es ja keine Satire mehr, sondern Wahrheit. Mhm. Ne? Und noch viele andere Sachen auch. Und dann hat er mir einen Tag später, irgendwann spätabends, eine SMS geschrieben und sagte, hallo Ralf, liebe Grüße aus Dresden, alles kam an, ich melde mich bei dir. Liebe Grüße, Uwe Steimle. Und seitdem hatte ich die Nummer. Na gut, es hätte natürlich auch sonst wer sein können. Vielleicht hat es wirklich der Verfassungsschuss hier abgehört gehabt. Ja. Und ich habe ihm dann immer mal wieder geschrieben gehabt. Und 2018 dachte ich dann, Mensch Ralf, du musst jetzt hier irgendwas bewegen. Dann habe ich diese Viva la Revolution geschrieben, das gibt es übrigens auch im Bändchen. Ja. Gerade in dieser Viva la Revolution, also dieses Bändchen, cool. Ich weiß jetzt nicht, wo es gerade gesehen wird, warum ist das jetzt fünffarbig? Ich habe einfach überlegt, was bildet die Menschheit ab? Weil ich glaube nicht, dass nur Deutschland auf die Straße gehen sollte, sondern die ganze Welt muss sich ja, wenn wir sollten, dann sollte sich die ganze Welt befreien. Und was spiegelt das so ein bisschen ab? Und dann habe ich geguckt, das waren dann die Olympischen Ringe, ja, und die haben halt 5 Farben und das war in dem Moment halt blau, grün, schwarz, rot und gold, weil ich halt einfach sage, es ist egal welcher Herkunft wir sind, egal welcher Sprache, welcher Religion, eigentlich
es ist egal. Ne? Ja. Wir sollen als Menschen eigentlich alle friedlich zusammenleben. Mhm. Und natürlich in dem Moment habe ich dann gesagt, okay, man könnte natürlich in Deutschland raus Schwarz-Rot-Gold in die Mitte setzen, ne? Mhm. Weil das halt immer wieder wichtig ist. Warum sollen wir uns auch permanent verstecken? Ja. Warum dürfen wir in unserem eigenen Land eigentlich nicht mehr stolz sein auf das, was wir erreicht haben? Und weil am Ende das Herz uns halt alle verbindet, habe ich das in die Mitte gesetzt, sodass wir halt klar auf Deutschland gezielt im Moment den Fokus setzen, aber die ganze restliche Welt dabei nicht vergessen sollten. Ne? Und so sind wir, glaube ich, alle. Und das, man stellt uns aber trotzdem, wenn wir halt Fragen stellen, ja, einfach warum werden irgendwelche Entscheidungen auf diesem Planeten getroffen, stellt man uns halt schon in die Ecke, weil sie uns die Fragen, glaube ich, nicht tatsächlich beantworten können, außer dass sie sagen, ja, wir sind korrupt oder halt irgendwelche anderen Geschichten. Wo kriegt man die her, Ralf? Die sind cool. Die kann man natürlich bestellen. Ihr könnt gerne gucken bei www.vivalarevolution.de. Okay. Aber ich habe deine Frage nicht beantwortet. Wie habe ich einen Uwe dann dazu bekommen? ja, genau, richtig. Der Klassiker. Der Klassiker. Ich muss dazu sagen, es ist ein großes Glück. Es kam, ich habe natürlich dann irgendwann noch das Lied geschrieben, weil diese Viva la Revolution nicht so richtig angekommen ist. Ich habe meine 400, 500 Leute erreicht gehabt. Da dachte ich, Ralf, das reicht nicht. Ne? Dann saß ich unter der Dusche, da sitzen wir nicht, man steht unter der Dusche und habe da mein Lied gesungen gehabt und dachte, Junge, das muss ich jetzt bringen. Dann bin ich zu dem Frank Kadernick ins Rennsteigstudio, weil ich habe von Musik gar keine Ahnung. Also wer jetzt denkt, Töne, ich bin da überhaupt nicht, aber ich weiß halt, wie der Klang geht. Und das habe ich dem Frank Kadernick damals erzählt gehabt und dann habe ich das auch eingesungen. Und dann bin ich dann auch so ehrlich gewesen, dass ich sagen kann, Ralf, das sollte ich lieber einem Profi überlassen. Und glückliche Begebenheit, der Tobias kam halt ins Studio und es hat sich genauso angehört, wie ich es halt immer unter der Dusche gesungen hatte. Und dann haben wir das dann von der Sache her aufgenommen. Damit habe ich natürlich mehrere Bekannte und ich habe dann auch dem Uwe die Viva la Revolution geschrieben, ich habe ihm das Lied geschickt und ich war halt auch weiterhin mit ihm im Kontakt. Und durch Corona, muss ich jetzt wirklich sagen, Uwe ist ja dann permanent, nachdem er dann auch rausgeflogen war, ja beim MDR, war er unterwegs, also fast, glaube ich, jeden zweiten Tag. Durch den Rauswurf waren auch die ganzen Veranstaltungen immer ausgebucht und er hätte permanent was anderes machen können. Und durch Corona ging das nicht. Und dann habe ich ihm geschrieben, los, komm her, ich besuche dich in Dresden, ich bin Dienstag und Mittwoch mal dort. Hat er geschrieben, ja, schön. Ne? So, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt rufe ich ihn an, aber nicht mit meiner Handynummer. Dann bin ich bei mir auf Arbeit gefahren und habe ihn mit der Arbeitsnummer angerufen. Und da ist er dann rangegangen. Und dann haben wir auf seine Handynummer natürlich angerufen. Und dann haben wir vereinbart, komm, ich besuche dich am Dienstag. Dann hat er noch gesagt, ich habe da einen Zahnarzttermin. Da dachte ich, er will, dass ich noch rauswinden. Aber... am Mittwoch hat er ja gesagt gehabt und dann habe ich natürlich meine stärkste Waffe gezogen. Das ist die Bohnensuppe von meinem Vater. Und ich habe gesagt, wir können ja noch nicht essen gehen zu der damaligen Zeit. Ich bringe die Bohnensuppe von meinem Vater mit und die habe ich mitgenommen gehabt. Und wir haben die dann schön warm gemacht. Wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde zusammensitzen. Und dann hat er aufgeschöpft, bei mir aufgeschöpft, hat natürlich gewartet, bis ich als erstes esse. Und als er gesehen hat, dass ich auch esse, ja, er weiß es ja, es kommt ein wildfremder Mensch zu ihm. Das macht er ja nicht. Ne? Und er kommt zu ihm und auch wenn ich dann herzlich zwar rüberkomme, weiß er ja trotzdem nicht, was ich möchte. Und als ich dann probiert hatte, weil wir hatten aus einem Topf geschöpft, hatte er natürlich dann auch gegessen und hat, oh, die ist aber gut. Ne? Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ich hatte ihn natürlich noch von Schmalkalden aus Fieber und Thüringer Bratwürste mitgebracht, was man halt so macht. Und ich glaube, wir hatten da so ein tolles, herzliches Gespräch und haben halt festgestellt, dass unser beider Herz links schlägt, also liebevoll links schlägt, aber mit einem Hang zur Gerechtigkeit. Und wenn man halt Gerechtigkeit ist, dann muss man auch die Fragen von den anderen beantworten. Und wenn man dann halt schon in eine Ecke geschoben wird, wenn man nur auf der Suche der Frage ist, dann tut das schon weh. Und ich glaube, so geht das dem Uwe auch sehr oft. Ne? Oder beziehungsweise vielen Leuten sehr oft. Ja, und so habe ich ihn kennengelernt. Und dann 3 Wochen später ihn gefragt, ob er gerne zur Veranstaltung kommen möchte. Oder könnte vielleicht auch 2 Monate später gewesen sein. Und hatte da ja gesagt. Und dann wieder nein. Und dann wieder doch. Total froh, dass er da war. Ja. Und wenn jetzt vielleicht viele unten, ich weiß gar nicht, die zugucken sollten, Uwe war gratis bei mir. Das war ein reiner, er kam aus Freundschaft und nicht wegen irgendwas, dass man ihm bezahlt hätte. Er war halt einfach da, weil wir uns so gut verstanden haben und ich
Wir haben einen Punkt gesetzt in unserer vielleicht anfangenden Freundschaft. Schön. So nenne ich das immer. Das war ein grandioser Auftritt, ja. Auch Wahnsinn. Und ihr beide wart ja auch dabei. Also ich habe das ja auch gesehen, auch da. War ja auch in Schmalkalden dabei. Und da muss man auch nochmal sagen, dort waren 1000 Leute auf der Straße, auf dem Marktplatz in Schmalkalden. Schmalkalden hat ungefähr 20.000 Einwohner. Mhm. Wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wie viele Menschen in Berlin oder in Stuttgart oder in einer anderen Großstadt, das müssten Hunderttausende auf der Straße stehen. Und das ist eine Riesenleistung, die er dort in Schmalkalden gemacht hat, die auch wirklich Respekt und Bewunderung abnötigt. Und was ich auch gesehen habe, du und Uwe Steimle, da hat man gesehen, wenn ihr euch unterhalten habt, das passt einfach zwischenmenschlich. Das hat gepasst. Ich meine, sicherlich die Bohnensuppe wird da das Geheimrezept mit gewesen sein. Aber von meinem Vater. Von deinem Vater, dieses Familienrezept und die Ossi-Leckerei, die du mitgebracht hast. Ne? Aber es ist wirklich, es hat einfach zwischenmenschlich zwischen euch gepasst. Genau. Und da muss man sagen, es ist nicht so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Ohne Corona wäre wahrscheinlich nie möglich gewesen, weil Uwe Steimle ja gar keine Terminfreiheit hat. Er ist immer eng geplant. Wir haben ihn auch heute hier eingeladen. Wäre auch ein schöner Gesprächsgast gewesen. Liebe Uwe, wenn du siehst, vielleicht bei einem der vielleicht nächsten Veranstaltungen, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier mit dabei wärst. Und ansonsten, es war eine ganz tolle Veranstaltung und man hat auch gesehen, Uwe Steimle hat die Menschen im Herzen berührt. Mhm. Man hat das gespürt, die Menschen, die auf dem Marktplatz standen, er hat sie berührt. Er hat Satire gemacht, aber da steckt so viel Wahrheit drin, dass es schon Realsatire ist. Und man merkt, die Leute verstehen ihn, weil er so spricht wie einfach die Volksseele. Er schaut dem Volk wirklich, wie er so oft sagt, aufs Maul. Und das finde ich sehr schön. Genau. Das stimmt. Über die Bohnensuppe müssen wir uns nochmal unterhalten, wen wir da noch alles kriegen können. Also vielleicht wird das zum Erfolg. Wir gehen ja weiterhin auch in Schmalkalden auf die Straße. Also das ist ja auch ein Problem. Weil natürlich kann man nicht permanent so eine hohe Qualität halt liefern. Und wir gehen halt wirklich montags 18 Uhr gehen wir auf die Straße. Wichtige Info. Und Ferros, kriegen wir dich mit der Bohnensuppe? Also wie gesagt, sogar am 12.07. ist in Schmalkalden wieder etwas Größeres geplant. Oh. Da kommen halt die umliegenden Städte und dort werden auch wirklich nur regional mal welche sprechen, weil wir wollten jetzt gar keine so großen Größen, sonst fokussiert sich das immer auf die. Nee, wir wollten halt mal die Menschen von den jeweiligen Städten zu Wort kommen lassen. Und weil das Problem, was wir eigentlich haben, ist, die Medien überhaupt, es wird nicht darüber gesprochen. Wir hatten zu der Veranstaltung den einzigsten Artikel in der Zeitung. Ansonsten über jeden anderen Montag wird bei uns nicht gesprochen. Und ich weiß nicht, wenn ich noch eine kleine Story erzählen darf, was letzte Woche passiert ist. Am Montag passiert war. Ich habe einfach mal versucht, den Menschen vor Ort zu zeigen, wie das im Moment funktioniert. Also das heißt, ich bin immer der Versammlungsleiter und ich muss halt auch permanent diese ganzen Auflagen vorlesen, ne? Mit Abstand halten und mit den ganzen Abzeichen und was man halt so beachten muss. Das nimmt schon mal richtig viel Zeit und ich dachte mir, heute habe ich keine Lust drauf. Ne? Und mach mal einen Versuch. Und habe dann von der Sache her, als ich vorne am Rednerpult stand, den gesagt habe, so, liebe Polizei, liebes Ordnungsamt, ihr seid heute mal wir, weil sie war halt eine kleine Menge, also die Gruppe, die da stand. Und ich bin heute mein Kopf ist heute die Regierung und ich bin das erste Sprachrohr, also der Mund ist mein erstes Sprachrohr. Und ihr alle, die jetzt hier draußen standen, also so 200 Leute, ihr seid die anderen Mädchen. Ja? Weil ihr wisst ja auch, wenn einer eine Lüge ausspricht und es wird von ganz vielen multipliziert, klingt es bei vielen anderen, die nur euch lesen, wie eine Wahrheit. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte heute diese Auflagen nicht vorlesen, aber passt mal auf jetzt. Ich frage euch jetzt einfach mal in die Runde. Habt ihr jetzt eben mitbekommen, wie wunderschön ich alle Auflagen von A bis Z vorgelesen habe? Habt ihr sie auch tatsächlich alle verstanden? Und wenn das so ist, hebt doch mal bitte die Hand. Und da haben halt 200 Leute die Hand gehoben, dass ich die Auflagen vorgelesen hatte, obwohl ich es ja nicht machte. Und dann habe ich halt die Polizei und auch das Ordnungsamt und die Stadt dann auch angesprochen habt und sagt so, und wenn ihr jetzt herkommt und sagt, nee, Moment mal, Herr Eckert, das haben sie doch gar nicht gemacht,
dann muss ich dann halt sagen, nee, dann stellen wir euch jetzt einfach hin als AfD-freundlich, als Rechtspopulisten, als Aluhutträger und als Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und was wir auf keinen Fall machen, ist euch eine Bühne bieten, weder im Fernsehen noch in der regionalen Presse. Weil genau so geht's uns. Und das große Problem, und deswegen, wer ihr jetzt auch immer zuguckt, ihr müsst auf die Straße gehen, ja. Ihr müsst auch Gesicht zeigen. Und wenn euch das nicht gefällt, unterstützt die Leute, die auf der Straße sind. Mhm. Denn ich mache auch hier nochmal das Beispiel, wenn 40 Sixpacks gekommen wären von der Polizei, die hätten sich noch mit hingestellt, wären 240 Mann mehr auf deren Seite gewesen. Mhm. Und nur wenn die mehr sind, können man oder kann man überhaupt aus einer Lüge, die entsteht, überhaupt erst wieder eine Wahrheit machen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, Leute, kommt mit auf die Straßen, unterstützt alle, wo sie in den Städten unterwegs sind, geht einfach hin. Das ist am Ende wie so eine Trainingseinheit, weil wenn man das dritte Mal gemacht hat, geht hin, unterstützt die Leute, die da sind und macht aus diesen Lügen, die sie uns erzählen, wieder eine Wahrheit. Mhm. Das ist wichtig. Ist ja auch sehr erfolgreich bei dir. Ich schaue mir das jeden Montag an. Es ist wir sind viele, aber wie gesagt, wir konnten natürlich auch mehr sein und nur so passiert es, wenn man halt wirklich was erreichen möchte. Mhm. Und das, was noch am traurigsten ist, ist eigentlich, dass ja viele, die andere aufklären wollen und auch gerade im Freundeskreis, auch das Gefühl haben, dass man auch Freunde verliert. Das ist eigentlich ganz schlimm. Mhm. Ja? Man will es gar nicht, aber man klärt auf. Wir versuchen, die aufzuklären und die hacken halt ab. Nee, ich habe es doch aber im Fernsehen anders gehört. Ne? Und was du erzählst, ist großer Mist. Ne? Und da verlieren halt viele welche. Und wenn man dann zusammen auf diesem Markt steht, das ist so ein gutes Gefühl zu wissen, dass da noch andere Menschen sind, die so denken wie man selber. Und man traut sich auch wieder zu reden. Und man traut sich wieder zu reden, ganz genau. Ja. Und ich stehe auch jetzt im Moment nicht wegen Corona. Natürlich sind viele da wegen Corona und der Maskenpflicht. Und natürlich muss die abgeschafft werden. Mhm. Ich verleugne Corona selbst nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht hätte in einer Pandemiezeit. Aber man muss einfach mit seinen Bürgern einfach ehrlich umgehen. Ja. Und das ist das, was selbstverständlich sein sollte. Was wir nicht mehr haben. Und das haben wir wirklich im Moment nicht. Nein, das haben wir nicht mehr. Natürlich haben viele andere auch Angst. Mhm. Ne? Aber ich stehe nicht auf der Straße. Ich sage immer, es war schon länger unser Land faul. Und wenn was länger im Land faul ist, dann fängt das irgendwann an zu stinken. Und wenn etwas stinkt, dann muss ich mal an die frische Luft. Deswegen und das mache ich jeden Montag in Schmalkalden um 18 Uhr. Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ralf, du arbeitest als Selbstständiger, bist zweifacher Familienvater, viel in der Welt unterwegs, organisierst das Regionalbüro Thüringen von Peter Webers erfolgreichem Hallo Meinung Bürgerinitiative und bist der Organisator von Demos und Abendspaziergängen in Schmalkalden. Warum machst du das alles, Ralf? Und wie viele Stunden hat dein Tag? Meiner hat 24 Stunden nur. Ja, jetzt bin ich ein Mann, also ich bin nicht multitaskingfähig. Das sind so viele Fragen gewesen mit einmal da drin. Aber ich kann nochmal, genau, wir gehen mal den ersten durch. Was ist das anders? Du arbeitest als Selbstständiger? Richtig, ich habe zwei Firmen. Bei der einen Firma baue ich Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Darf natürlich im Moment, also ich liefere die in die Welt, ich habe auch öfters mal Senegalesen da, die kommen zu mir, ich fahre dort runter, wir sind in Togo, wir sind also überall auf der Welt unterwegs. Kann ich hier im Moment nicht. Also es gibt eine Reisebeschränkung bis 31.08. Ich kann nicht liefern. Ich habe eine Anlage im Moment von Guinea dastehen, die ist fertig. Ja. Ja. Ich kann sie nicht liefern. Wir sollten jetzt eigentlich normalerweise noch eine für Kenia und Elfenbeinküste. Ja, es funktioniert alles nicht. Mhm. Wir haben ein Großprojekt in Ghana gehabt, da haben wir extrem viel Geld, also mein Partner aus Bremen reingesteckt. Mhm. Im Moment alles auf Eis und jetzt stehen schon wieder neue Wahlen in Ghana an. Wissen wir auch nicht, ob das, was damals besprochen worden ist, danach auch wirklich noch gilt. Also wie in Deutschland quasi. Quasi wie in Deutschland. So, dann geht's weiter. Was uns interessiert, du organisierst das Regionalbüro Thüringen von Peter Webers erfolgreicher Hallo Meinung Bürgerinitiative. Ja, haben wir angefangen. Das ging ja los, glaube ich. Wir waren im Februar, waren wir ja noch in Berlin, als das möglich gewesen ist. Da sollte das dann auch starten. Da wurde das dann auch vorgestellt von Peter, seinem Team. Ich war in der glücklichen Lage, natürlich, weil ich auch den Hallo-Meinung-Song geschrieben hatte, dass man gesagt hat, Ralf, mit deiner sympathischen Art, ich glaube, da ziehst du auch noch ein paar Leute. Wir sind ja dort auch parteilos, das ist ja eigentlich auch schön. Man hat auch irgendwann festgestellt, gerade dieses Hallo-Meinung-Konzept,
es ist nicht jede Meinung, die dort reingebracht wird, muss man nicht teilen. Also man sollte wirklich nur liken, wenn die Meinung, die jemand dort bringt, man gut findet. Und ansonsten hört man sie sich zwar an, soll sich Gedanken drüber machen, aber das heißt ja nicht gleich, dass Hallo Meinung genau auch hinter dieser Meinung stehen muss. Ne? Das hat man am Anfang vielleicht ein bisschen falsch verstanden, aber jetzt hat man das komplett eigentlich begriffen. Ich muss nur liken, was mir gefällt. Und bevor Corona kam, waren auch einige schon im Büro. Also ich bin ja von der Sache her das erste Regionalbüro. Man versucht das jetzt wieder aufzubauen. Ich denke mal, ab August wird das auch wieder starten. Ich hatte vorhin auch noch mal mit Peter gesprochen gehabt, ob wir das auch noch mal wirklich so kommunizieren können. Also es ist so, auch das wird wieder starten, weil es ist, glaube ich, wichtig, dass in den einzelnen Orten natürlich auch Büros sind, die man mal anfahren kann und nicht ewig so weit hat. Und die Leute sind... Die wollen reden, die wollen einfach nur reden, und die haben so unterschiedlich viele Probleme. Man könnte Bücher füllen von diesem Land, und das ist eigentlich eine große Katastrophe. Ja. Ralf, wie schaffst du das in 24 Stunden? Wie geht das? Zweifacher Familienvater bist du auch. Ja, das stimmt. Wie schaffst du das? Also ich muss dazu sagen, zweifacher Familienvater, ich nehme mir die Zeit, wenn ich die Kiddies habe. Ich muss dazu sagen, ich bin geschieden, habe eine neue Lebensgefährtin. Habe meine Kinder von der Sache her dann in dem Moment 50-50. Und dann kann ich die eine Woche nutzen und die andere kümmere ich mich dann etwas mehr um meine Kiddies. Ansonsten, wie gesagt, reisen kann man im Moment nicht. Das Büro liegt im Moment noch so ein bisschen flach, obwohl ich natürlich auch permanent bemüht bin, Leute dafür zu akquirieren. Und ich bin jetzt keiner, der rund um die Uhr arbeiten muss, um Reichtum anzuhäufen, weil ich, glaube ich, so erzogen worden bin, die drei wichtigsten Dinge im Leben kannst du für kein Geld der Welt kaufen. Die wahre Liebe, echte Freunde und die Gesundheit. Oh, und ja, ich glaube, wenn man all das so ein Stück weit besitzt, Geld ist schön. Ich setze es auch unwahrscheinlich gerne ein. Also das, was ich einnehme, nehme ich auch mal freizügig für andere, wo vielleicht andere sagen, naja, hättest du auch mal sparen können. Wenn ich ein Ziel erreiche, so wie auch hier montags, das kostet natürlich auch immer, da setzen wir auch unwahrscheinlich viel Geld ein. Im Moment aus einer privaten Tasche. Es gibt sicherlich auch Zuwendungen, aber wenn man irgend hinter was steht, du bist da ja genauso, du fährst ja auch jeden Tag, ne? ausgebucht bis sonst wann. Wir stehen ja hinter der Sache. Und letztendlich ist es das, was es ausmacht. Vielen Dank, Ralf. Elmar, was sind deine drei wichtigsten Dinge? Drei wichtigsten Dinge? In welchem Bezug jetzt? Liebe, wahre Freunde und was war das? Liebe? Also es war fast schon ein sehr schönes Schlusswort, was Ralf gesagt hat. Aber wir sind noch nicht am Ende, keine Sorge. Ich will noch mal eingeben, Ralf, bei dir stand ja auch die Demo in Schmalkalden und die Kundgebung stand ja unter dem Nur gemeinsam sind wir stark. Und frei. Aber stark ja auch. Also, ja, stark, natürlich. Aber gemeinsam sind wir frei. Ja. Und was ich schön fand, es ging dort nicht darum, wir sind gegen irgendwas, sondern es war, wir sind für. Wir sind für das Grundgesetz, wir sind für die Demokratie. Ja. Und da tut es sich auch viel leichter, auf die Straße zu gehen. Und es ist auch schön, wir danken dir auch nochmal für deinen Appell, den du heute hier dargelassen hast, dass die Menschen auf die Straße gehen müssen. Das ist eine ganz wichtige Sache, um Gesicht zu zeigen, um dass die Mächtigen auch sehen. Die Leute sind nicht einverstanden und auch diese Kombination, also das Internet ist heute ganz, ganz wichtig, das ist ganz klar zur Vernetzung, aber was du auch gerade sagtest, was ich wichtig finde, ist, dass auch dieser persönliche Kontakt entsteht. Denn nur dieser persönliche Kontakt, der jetzt auch zwischen uns entsteht oder zwischen anderen, gerade auch in Hallo Meinung, das ist das, was noch festigt. Also Internet ist die Anbahnung des Kontaktes und das Persönliche zwischen den Menschen. Das ist eigentlich das, was es ausmacht. Und, deshalb freuen wir uns natürlich auch, dass du heute hier den Weg aus Schmalkalden nach Dresden bzw. Freital auf dich genommen hast, dass du heute hier bist und dass du uns so interessanten Frage sehr gerne und Antworten geliefert hast. Danke, lieber Ralf. Ja, liebe Zuschauer, wir sind noch nicht am Ende. Wir kommen jetzt zum nächsten Gesprächspartner. Der nächste ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Sächsischen Landtag. Sitzt für diese Partei seit Herbst 2019 da drin, war vorher über 15 Jahre Kommunalpolitiker hier in Freital im Stadtrat. Ja, man nennt ihn auch so intern ein bisschen so den Beinamen der Rebell von Freital. Weshalb er hat sich schon zu DDR-Zeiten gern, oder ob er es gern gemacht hat, weiß ich nicht, aber er hat sich mit der Obrigkeit angelegt. Er war bei den Montagsdemos 1989 dabei, aber schon vorher Opposition und er ist bis heute ein, ich will mal sagen, kritischer und auch unbequemer Gast in der eigenen Partei.
Geist, nicht Gast. Ne, Gast ist er nicht, er ist natürlich Parteimitglied, kein Gast. Weil er hat zum Beispiel schon 2017, und das war schon vor der Bundestagswahl, hat er die Abwahl von Frauke Petry ganz öffentlich gefordert. Und das war zum Zeitpunkt, wo Frauke Petry ganz unangefochten die Parteivorsitzende war und wo auch ganz viele Leute, die sich heute sehr von ihr distanzieren, ja, man könnte sagen, das ist ein böser Begriff, Speichellecker gewesen sind. Das war er nicht. Norbert Meyer, wir begrüßen dich ganz herzlich hier. Quasi, du hast ein Heimspiel, Schloss Burg ist ja quasi dein, auch, wo du schon öfters Veranstaltungen gemacht hast. Lieber Norbert Meyer, du warst ja 11 Jahre lang als engagierter Stadtrat für die CDU tätig und hast dann plötzlich auch dein Parteibuch hingeschmissen. Das war 2014. Damals war ja die Raute des Grauens, die war schon da, aber die war noch nicht grausam. Also die hat noch nicht im Alleingang die Grenzen geöffnet. Sie hat auch noch damals noch keine Messeartisten und Eventmanager, wie man das ja heute so schön sagt, ins Land geholt. Und das war auch noch weit vor die Krökatz, also die größte Kanzlerin aller Zeiten, sich endgültig als Diktatorin outete und eine demokratische Wahl aus der Ferne einfach mal so rückgängig gemacht hat. Das hat funktioniert in Thüringen. Was waren denn deine damaligen Gründe für diesen Parteiaustritt und war das schon damals für dich eine Gewissensentscheidung? Ja, danke erstmal für die Einladung zu dieser Runde. Gestattest du, dass ich ein bisschen eher anfange? Ich bin vor der Wende, also bis 1990 war ich 15 Jahre beim Rettungsdienst. Und dort habe ich ja sehr viel Elend gesehen. Wir sind zu jedem Menschen gefahren, der in Not war und haben dem versucht zu helfen. Und ich habe gesehen, wie die Menschen damit umgehen, mit ihrem Leid. Dass sie jeder trägt seinen Rucksack mit großer Würde und mit einem großen Optimismus. Und die Menschen wollen einfach glücklich sein und gesund sein und eine Familie haben und zufrieden leben und für ihr Umfeld sorgen. Und das hat mich geprägt, dass es in Respekt vor jedem, der sein Schäflein dazu beiträgt, dass es vorangeht. Das ist in mir ein großer Respekt entstanden. Und das hat mich auch getrieben, mich für die anderen einzusetzen. Das habe ich in der DDR schon gemacht, für meine Kollegen, ja. Wenn es da durcheinander ging oder wenn der Chef da sehr diktatorisch war. Da gab es schon den einen oder anderen Widerstand. Ich war auch vor der Wende schon 10 Jahre als Chef tätig beim Amtsgericht hier in Freital. Auch aus diesem Gerechtigkeitsempfinden heraus. Ja, und dann bin ich 1990, habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe erstmal meine Firma aufgebaut. Und dann kam das Jahr 2001 und dann haben wir hier eine Bürgerinitiative gegründet, weil der Stadtrat und die Verwaltung das Bürgerinteresse völlig aus dem Auge verloren haben und uns nur abgekanzelt haben, wenn wir dort Anliegen hatten. Dann haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, dann bin ich da als Bürgermeister, als unabhängiger Kandidat angetreten und so bin ich dann wieder in die Politik reingerutscht und 2004 dann in den Stadtrat gekommen. Mein Hauptthema war eigentlich immer, das zu tun, was die Leute brauchen. Ne? Also, dass man die Straßen in Ordnung hält, dass man die Schulen in Ordnung hält, dass man die Kindergärten ordentlich hält. Und da gab es halt sehr viel schlechte Dinge damals oder vernachlässigte Dinge. Ne? Also ich habe da eine Schülerin, hat mir erzählt, in der 4. Klasse war die, sie verdrückt sich das auf die Toilette zu gehen in der Schule, weil das dort so stinkt. Und hat dann eben, mittags ist sie dann mal zur Oma gegangen auf die Toilette. Die waren dann nicht, die wohnt in der Nähe. Ja. Und das hat die mir erzählt und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Wir sind ein wohlhabendes Land, wir sind ein reiches Land eigentlich. Und da können wir sowas nie dulden. Und wir haben uns dann sehr eingesetzt, dass hier die Schulen saniert sind. In Freital wird jetzt die letzte Schule saniert gerade. Also die ist gerade dabei, alle anderen sind saniert. Wir haben dann wirklich auch in den Stadtrat versucht, auch mit allen anderen Parteien zusammen, das mal voranzutreiben. Das Wichtige, das wirklich Wichtige. Ne? Und Straßenbau ist wichtig und Feuerwehr und Wasserversorgung, solche Dinge. Und dann war die Schuldenmacherei war mir ein Graus. Also ich gehöre zu den Leuten, die der Meinung sind, wenn man Schulden macht, muss man die irgendwann zurückzahlen. Und wenn man das dann verschiebt auf die Kinder, dann ist das nicht ehrenhaft. Mhm. Na, wenn ich Schulden mache und meine Kinder müssen das zurückzahlen, dann oder ist Enkel. Das, oder ja, meine Enkel. Ja.
da muss ich mich eigentlich schämen, wenn ich solche Ideen hätte. Also solche Ideen habe ich nie, und wenn das in der Öffentlichkeit gemacht wird, wenn Schulden gemacht werden, wo jeder weiß, die können wir als Generation gar nicht zurückzahlen, dann ärgert mich das und dann muss ich dagegen was tun. Mhm. Ja, und deswegen, ich war dann erst in der CDU seit 2003 oder, und dann haben wir, dann gab es da so in der CDU schon so einen Wandel hin. Also Frau Merkel war ja dann schon dran und hat dann gesehen, wo kriegt sie jetzt in Zukunft Mehrheiten hin, und die hatten da sich da so das in ihrem Zirkel da, haben die sich da das so ausgedacht, wenn sie nach links rücken, da wäre die Mitte links, und wenn man dann nach links rückt, dann hat man immer eine Mehrheit. Die hat bis heute eine Mehrheit, aber sie ist nicht mehr eine konservative Partei. Mhm. Die CDU ist keine konservative Partei mehr. Ja. Nee. Und das war eben schon 2008, 2009 war das schon sichtbar. Dann gab es diese Euro-Katastrophe da, also diese Finanzkatastrophe, was auch sehr viel von Regierungen ausging, weil die damals das erlaubt haben, dass man solchen Schwachsinn auch tut oder macht. Ne? Also das war die Zeit, wo man in Westdeutschland, in den großen Städten, die Straßenbahn und die Wasserleitungen an Amerikaner verkauft hat und dann zurückgemietet hat. Und solche, also Dinge, die, wo man sich nur an den Kopf greifen kann, das kann nie funktionieren. Ja, und das war auf der Bundesebene immer sichtbarer, dass dieser Unfug getrieben wird. Ich sage mal, das ist organisierte Verantwortungslosigkeit, was da passiert. Und das haben wir hier vor Ort auch zum Teil gehabt. Und da sind wir gegen Wände gelaufen. Und deswegen bin ich dann 2014, als die AfD gegründet war, da war der Druck dann so groß für uns, dass wir gesagt haben, ich habe noch zwei Kollegen da gehabt. Und wir sind dann im Stadtrat zu dritt aus der AfD, aus der CDU ausgetreten, mhm, und haben eine AfD-Fraktion gegründet im Januar 2014. Wir waren zumindest in Sachsen die erste Fraktion überhaupt, weil das ja nicht durch Wahl, sondern durch Übertritt passiert ist. Ja, so bin ich in die CDU gekommen, so bin ich in die AfD gekommen. Und also mich treibt immer noch um die Erfahrung aus der DDR, diese Mangelwirtschaft, dieser Zwang, diese Unterdrückung, diese Gängelei. Das sind Dinge, die das Land kaputt machen, die das Land auch arm machen. Also Gängelei, Planwirtschaft macht das Land arm. Man muss den Leuten die Freiheit lassen, sich für sich selber zu kümmern. Die Leute wissen das auch, sie können das. Die Leute können alle, also der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung kann für sich selbst sorgen und kann sich selber kümmern. Man muss sie nur machen lassen. Und das ist das, was wir unter Freiheit verstehen. Und dann durch diese Freiheit entsteht Wohlstand. Und dieser Wohlstand, der soll möglichst allen zugutekommen, die hier in dem Land sind. Ja, ja, das ist so, ich habe jetzt deine Frage ein bisschen beantwortet. Ja, genau. Nicht nur ein bisschen, sondern auch umfänglich eigentlich. Und man sieht ja, man muss sagen, du bist ja auch immer nah am Bürger dran. Also du hast ja auch als Stadtrat, du hast dich auch in Sachen verbissen. Also diese Schulsanierung, da hast du, glaube ich, 6 oder 8 Jahre gebraucht, immer wieder, bis das dann mal erfolgte. Dann gab es in Freital die berühmte Friedhofskurve. Das ist eine ganz gefährliche Kurve gewesen, wo mehrere Unfälle passiert sind. Ist auch direkt am Friedhof. Also es war dann relativ nah auch die Geschichte, dass man von der Kurve direkt auf den Friedhof gekommen ist. Da gab es lange Zeit für eine Warnanlage, hast du dort gekämpft. Irgendwann hat es dann geklappt. Also die Stadt hat es dann irgendwann gemacht. Ihr seid halt alle da lang gefahren und habt da irgendwas blinken sehen. Genau. Ne? Das ist meine Warnanlage. Meine ganz persönliche, kann ich sagen, weil das war meine Idee. Also da ist eine junge Frau umgekommen, weil sie abends in der Dunkelheit dort zu schnell angekommen ist. Man hat eine lange Gerade und dann kommt so eine tückische Kurve und da ist sie an die Bordsteinkante gekommen und ist dann zu Tode gekommen dadurch. Und ganz viele Unfälle jedes Jahr, und da hat man versucht, da irgendwas zu machen und die Bordsteinkante ein bisschen anders und da was und dort was, und das ist aber nicht besser geworden. Und dann habe ich halt mal überlegt, was kann denn nun mal wirklich helfen? Woran liegt es denn? Ne? Es liegt daran, dass man die Kurve zu spät sieht, wenn man ortsfremd ist. Mhm. Also die hier jeden Tag die Kurve fahren, die haben damit kein Problem. Aber wenn man das nie kennt, dann ist das eine sehr gefährliche Geschichte. Ja, und da habe ich gesagt, bau doch mal so eine Lampe, so eine Warnlampe hin mit dem kleinen Radargerät. Wenn der zu schnell fährt, dann kriegt er so eine gelbe Warnblinke gezeigt, wie auf der Autobahn an der Baustelle oder so. Ja, und da gab es hier in der Stadt, also das wurde zu teuer und man müsste eine Stromleitung von einer anderen Straßenseite ranführen und die Straße aufgraben, obwohl die
diese Warnanlage sollte einen Lichtmast. Also jede Nacht hat der Mast Licht, weil oben, oder Strom, weil oben ja das Licht brennt. Ne? Und das ist in städtischer Straßenbeleuchtung. Also die Stadt liefert jede Nacht Strom an diesen Mast. Und da kann man eine Batterie dran machen und kann dort diese Warnanlage betreiben. Ne? Und dann, also das war wirklich eine Diskussion, da habe ich mir manchmal den Kopf gegriffen, was da so an Argumenten kommt. Wie lange hat es dann gedauert, bis es... Es hat wirklich 3 Jahre gedauert, bis sie dann keine Argumente mehr hatten. Ne? Hey, zwischendurch haben sie noch gesagt, der Mast fällt weniger effektiv gewesen. Also allen Ernstes, ne? Man kann das in den Stadtratsprotokollen nachlesen. Der Mast fällt um, wenn dort so eine Anlage dran kommt und lauter solche Geschichten. Seitdem auch weniger Unfälle. Seitdem ist da jetzt kein schwerer Unfall mehr passiert. Sehr schön. Also es hat funktioniert, ja. Super. Und da gibt es halt so Beispiele, wenn man was erkannt hat, dass man was bewirken will, dass es was Gutes ist, dann muss man halt dranbleiben. Und das ist für mich auch Ausdruck der Politik. Man muss eben halt manchmal ein sehr dickes Brett bohren, bis man was erreicht. Ja, und das habe ich in der Stadt gemacht. Und jetzt seit September versuchen wir das im Landtag zu machen. Ja, wir sind halt die stärkste Opposition, aber alle anderen sind natürlich gegen uns. Es gab hier dann aus der Not heraus, hat die CDU sich dann mit der SPD und mit den Grünen ins Bett gelegt und verkauft sich da voll an diese grünen Ideen. Mhm. Das ist schon sehr schmerzhaft und sie suchen ihre Mehrheiten ja auch, weil sie ja von Berlin die Order haben und vielleicht auch selber der Herr Ministerpräsident. Der will mit uns ja nichts zu tun haben. Wir sind ja Aussätzliche für den. Da macht er eben halt mit der SED sehr viel. Also mit der jetzt unbenannten, jetzt heißt es die Linke. Die sind ja nur unbenannt, es ist ja keine Nachfolge, sondern nur unbenannt. Und da gibt es eine Gemengelage, die ist manchmal wirklich, wirklich erschreckend. Die aktuellen Beispiele sind, wo hier die Leute in Pirna sind, die dann, wo diese Maskenpflicht kam. Also es ist ja inzwischen jetzt sehr, sehr viel inzwischen jetzt auch bekannt, was da alles ist. Da haben dann die Leute gesagt, hier sind ganz wenige krank. Hier gibt es ganz wenig, wir haben ja hier sehr, sehr viel weniger Infektionen gehabt als in anderen Gegenden. Wir wollen ein Stück der Freiheit auch wieder haben. Und dann sind die halt spazieren gegangen, ums Rathaus in Pirna. Und dann kam die Staatsmacht und hat die dann in Kessel, die Polizei hat die dann eingekesselt und hat die dann Personal festgehalten und hat die dann alle mit Ordnerstrafen überzogen. Richtig teuer, ne? Also zwischen 150 und 500 Euro mussten die alle dann, ist jetzt gerade im Laufen, sollen die Ordnerstrafen bezahlen. Und das habe ich dann mal im Landtag thematisiert. Also wenn die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht mehr, ne? Man hat den Respekt vor den Bürgern einfach verloren. Ja. Man sagt nie, wie kann ich eine Sicherheit schaffen mit dieser Infektion, aber eben angemessen an das, was wirklich für eine Gefahr da ist. Und wie gehe ich dann mit den Bürgern um? Muss ich denen das alles aufdrücken? Muss ich dann auch, wenn die sich dagegen in Form von einem lockeren Spaziergang, wenn sie sich dagegen wehren, muss ich die dann mit einer Keule alle als strafender Donnerschlag auf die einprügeln und muss ich die da zwingen? Ne? Das ist die Frage und das bewegt mich, das kann nicht sein. Und da habe ich das schon bei meiner ersten Rede im Landtag thematisiert. Darauf kommen wir dann noch, mit der Maske. Auf die Rede? Ja, dass die eben dort spazieren gehen und schon so streng behandelt werden. Ja, das ist so ein Punkt. Auf die Rede kommen wir gleich noch im Landtag. Wir kommen noch mal zu einer anderen Sache, und zwar wir kommen noch mal zum CDU-Parteiaustritt. Da haben ja jetzt kürzlich 9 weitere Freitaler, sind deinem Beispiel gefolgt. Gut, mit 6 Jahren Verspätung, aber bei manchen dauert es ein bisschen länger. Das waren quasi die 9 auf einen Streich und die haben mit einem Paukenschlag die CDU verlassen. Und unter anderem war da dabei der Oberbürgermeister von Freital und der erste Bürgermeister und weitere hochrangige CDUler. Nun muss man... auch für die Zuschauer mal sozusagen, Freital ist die 8. größte Stadt in Sachsen und damit verbleibt der CDU in den Top 10 Städten nur noch ein einziger Oberbürgermeistersessel. Die anderen sind nämlich alle besetzt von SPD, in Dresden ist es ein FDPler, ein freier Demokrat, ansonsten sind überall andere mit dabei.
Ich glaube, Bautzen ist der einzige, CDUler. Riesa. Der Marco. Bautzen, nee, Riesa. Riesa, gut, alles klar, gut. Es ist schön, wenn man oder, gut... Ich weiß nicht, ist Bautzen auch nee, oder Riesa? Nur, nicht. Dann ist es nur Riesa. Dann ist es nur ist immer gut, wenn man gut informierte Gäste dabei hat, die auch mal korrigieren können. Sehr angenehm. Ja, Norbert, wie verurteilst du denn so als Freitaler diese Austrittswelle? Und vor allen Dingen, hat diese Austrittswelle auch Folgen für die Landespolitik? Und wenn ja, eventuell welche? Also ich kenne die, die da ausgetreten sind, also jedenfalls die da in der Stadt tätig sind, Bürgermeister, kenne ich halt aus meiner Stadtratstätigkeit. Ja. Und das ist ja auch für uns damals, oder für mich auch ein bisschen damals der Grund gewesen, dass man in der CDU, da wurde eben von oben herab festgelegt, was man zu tun hat. Und die Diskussionen, die waren nicht mehr erwünscht. Und das hat sich natürlich in den Jahren jetzt noch viel mehr verschärft. Also die Diskussion, dass man mal was anderes machen kann, dass man das in Frage stellt, was eine Regierung beschlossen hat oder was eine Regierung tut, ob das angemessen ist. Und die Diskussion, die hat nach meiner Kenntnis hier ja auch stattgefunden bei diesen jetzt Ausgetretenen. Der Bürgermeister ist auch einer aus meiner Sicht, der auch ein Herz hat für das Volk, der sehr nah am Volk ist. Und der hat das ja auch gesehen, wie die Leute leiden, wenn sie da in zur Bäckerei kommen wir dann noch, aber wenn die in den Geschäften sind und ihre Maske tragen müssen und es ist warm und es ist eigentlich nirgendwo ein Virus zu finden mehr. So. Und da wurde das halt von denen auch in Frage gestellt, innerhalb der CDU. Und da wurde das alles abgebügelt. Also man lässt Kritik nicht mehr an sich ran, die Regierung lässt keine Kritik an sich ran, die Regierung lässt das an sich abprallen, die machen alles richtig und es wird nicht mehr in Frage gestellt. Und wenn da einer sagt, das geht so nicht, dann wird das abgebügelt. Und da hat er wohl angedeutet, er denkt darüber nach, dass er aus der CDU austritt, der Oberbürgermeister. So steht es auch in der Zeitung. Und da wurde ihm vom Innenminister wohl gesagt, so steht es auch in der Zeitung, hast du dir das überlegt, was das für dich, für deine Familie und für die Stadt für Nachteile bringt? Also das war die Antwort vom Innenminister. Der Innenminister ist hier Gegenkandidat gewesen, Wahlkreisabgeordneter und der CDU-Vorsitzender vom Kreis. Also er hat hier eine Verantwortung direkt und da wurde der Bürgermeister so abgebügelt. Und da kommt eben vom Innenminister null Einlenken, da wird einfach abgebügelt. Und das war, und dann wird noch so eine Drohung ausgesprochen. Und, genau. Und das hat dann dazu geführt, jedenfalls das ist das, was heute, was man so aus der Zeitung lesen kann, das hat dazu geführt, dass die gesagt haben, also irgendwo ist dann mal Schluss. Mhm. Und dann haben sie eben halt, sind sie halt ausgetreten. Was das verfolgen haben wird, das ist alles noch unklar, wie sich das weiterentwickelt. Vier von denen sind auch im Kreistag. Die saßen dann im letzten Kreistag in der letzten Reihe erstmal bei der CDU und mal gucken, wie das dort weitergeht. Aber da ist was in Bewegung gekommen und vielleicht ist auch in der Basis der CDU was in Bewegung kommt. Das ist ja vielleicht zu hoffen, dass es doch mal dazu kommt, weil die Basis grummelt natürlich, wenn die sehen, dass hier mit Kommunisten gemeinsame Sache gemacht wird und dass hier null für die Bürger gemacht wird. Also dass das einfach ignoriert wird. Ja. Ja, was ja der ganze Aufbau der Bundesrepublik ist, der föderale Aufbau. So soll es ja sein, dass auf vor Ort entschieden wird. Deswegen gibt es ja die kommunale Selbstverwaltung, weil die Bürger vor Ort sollen sich selbst regieren. Deswegen muss ja auch der Bürgermeister da wohnen in der Gemeinde. Ja. Und wenn das dann durchregiert wird, das ist dann sehr zentralistisch und das ist entgegen unserer ganzen Grundverfasstheit, also die ja sehr erfolgreich war über viele Jahre, ne? Viele Jahrzehnte. Also was unterscheidet denn eine Demokratie von einem totalitären System? Für mich ist das die Frage, wie man mit dem Volk umgeht. So ob man dem Volk Freiheiten lässt, ob man dem Volk nur das auferlegt, was unbedingt notwendig ist, oder ob man da irgendwelche Gängeleien, Bevormundungen macht, die sich da oben ausgedacht haben. Das ist doch genau die Frage, was du gesagt hast. Die Leute brauchen Mitsprache, die wollen gehört werden. Ja, die wollen, ja genau. Und wir haben auch hier zum Beispiel, ich habe auch mit anderen, also ich halte gar nichts von Sprech- und Denkverboten. Ne? Also als ich hier im Stadtrat war, da habe ich natürlich auch mit dem von der Linken und mit dem von der SPD gesprochen. Und dann haben wir auch
Wir haben auch mal gemeinsame Projekte gemacht. Mhm. Das ging damals hier in Freital noch. Wir haben gemeinsame Projekte auch mal gegen die CDU gemacht. Wir haben ja direkte Demokratie. Also wie viele Unterschriften muss ich sammeln, um eine Einwohnerversammlung zu erzwingen, wenn der Bürgermeister Goldmann nie will? Ja. Da gibt es ein Quorum und das war eben bei 5 bis 15%, ist das in Sachsen festgeschrieben. Freital hatte 10% und wir haben das dann verabredet, dass wir im Stadtrat das, eine Mehrheit dafür finden, dass wir das auf 5% ändern. Mhm. Und das haben wir gegen die Stimmen der CDU damals durchgekriegt. Mit den Stimmen der Linken, mit den Stimmen der SPD und mit den Stimmen der Freien Wähler. Weil, schon bezeichnend. Weil, ne? Ja, und Erfolg parteiübergreifender Zusammenarbeit. Ja, dass die CDU dagegen halt, war. Ich habe dann halt gesagt, ich schreibe uns als AfD ganz hinten drin in den Antrag, ja, damit die anderen da nicht jetzt geblendet werden. Naja, also das, wir haben das ein bisschen mit sensibel gemacht. Ja. Wir waren noch die kleinste Fraktion und da haben wir das halt hinbekommen, weil wir ernsthaft gesagt haben, wir wollen hier was erreichen. Und wir haben das dann auch gemacht. Wir haben dann Unterschriftensammlungen gehabt. Auch in den Ortsteilen, da kriegt man das dann hin. Und dann muss dann halt eine Einwohnerversammlung stattfinden. Und dann sieht der Bürgermeister, der hat mir hinterher gesagt, das war ja alles gar nicht so schlimm. Ne? So. Also da gibt es manchmal Ängste von der Verwaltung oder vom Bürgermeister. Die Leute, wenn ich die jetzt zur Einwohnerversammlung habe, da reißen die mir den Kopf runter. Oder da gibt es einen großen Skandal oder die schreien da rum. Die wollen einfach bloß ernst genommen werden, die Leute. Ja. Und mit denen muss ordentlich geredet werden und dann muss man ordentlich die Sachlage schildern und dann sind die auch vernünftig. Das ist gar keine, also für mich war das nie die Frage. Und das hat auch funktioniert. Und dann wurden eben bestimmte Dinge, ging es um den Straßenplan, also Neubau von, oder Sanierung von der Straße, und dann wurden das bestimmte Dinge, die die Bürger gesehen haben, was die Verwaltung nie gesehen hat, dann eben noch eingebaut in die Planung. Also, und dann war alles... Dann waren da alle zufrieden damit. Da kommen ja wunderbare Ideen zustande. Ne? Ich habe mal vor Jahren, das ist jetzt gut 18 Jahre her, eine Bürgerinitiative gemacht, da ging es genauso. Wir hatten noch ein hohes Quorum. Und das Hauptproblem war, die Bürger wurden nicht gehört über die Entscheidung. Über den Kopf hinweg. Über den Kopf hinweg. Und alleine das war für die Bürger nicht hinnehmbar. Die wollten gehört werden. Ja. Und da kamen ganz tolle Ideen. Und diese Entscheidung, ja genau, und das... Man muss die Leute einbeziehen, man muss mit denen reden und man muss sie vor allen Dingen ernst nehmen. Und muss nicht sagen, ihr seid alle böse und ihr seid alle recht, bloß weil ihr eine andere Meinung habt oder ihr habt sowieso keine Ahnung. Wir haben ganz viele Fachleute und es ist wissenschaftlich das und das bewiesen. Also früher war ja in der DDR wissenschaftlich bewiesen, der Sozialismus wird siegen. Ja. Ja, also das so zu dem, dass es wissenschaftlich ist, was bewiesen. Also Wissenschaft, wenn ein Wissenschaftler sagt, ich beweise jetzt hier was, dann ist er eigentlich aus meiner Sicht gar kein Wissenschaftler, weil ein Wissenschaftler muss immer sagen, ich habe hier meinen Wissensstand, aber ich zweifle dran, ob das schon das Ende ist. Ich suche eigentlich immer noch weiter nach der Erkenntnis. Ein Wissenschaftler sucht nach der Erkenntnis. Naja, also der sucht auch nach einer neuen Formel, der Mathematiker, wie er es noch schicker machen kann. Bevor wir jetzt ins Wissenschaftliche abgleiten. Ja, gut, also, ich will noch mal eine Sache, die jetzt... mich jetzt stark beeindruckt hat oder die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Da sagt ein sächsischer Innenminister, der ja eigentlich für Recht und Ordnung im Land sorgen soll, der sagt zu einem Parteimitglied, zu einem Bürger, überleg dir das, dein Parteiaustritt, was das Verfolgen für dich und deine Familie haben kann. Und die Stadt. Ronald Wöller bestreitet das ja, dass er das gesagt hat. Also in der Sächsischen Zeitung war es zu lesen, also es ist ein Zitat. Da frage ich mich persönlich, wenn das stimmen sollte, inwieweit steht unser Innenminister noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Weil das kann man schon als Drohung auffassen, als zumindest hintergründige Drohung, wenn ich sage, überleg dir das mal, was das für Konsequenzen hat. Kann auch mal jeder drüber nachdenken. Wir kommen zur nächsten Sache, Norbert. Du hast eine Rede im Landtag gehalten kürzlich und da gab es ganz lautstarke Tumulte. Also da war aus dem linksgrünen Lager, nur aus dem linksgrünen Lager, war ja ein derartiges Geschrei zu hören, da hat man sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Und da frage ich mich jetzt schon, so als Zuschauer, ob die Abgeordneten der SNE-Nachfolgerpartei, ob die eine besonders schlechte oder gar keine Kinderstube haben, kann man mit drüber nachdenken. Und es ist auch nicht das einzigste Mal gewesen, dass die bei dir schon entsprechend rumkrakeelt haben. Und dabei hast du jetzt gar nichts Schlimmes gesagt. Du hast einfach so ein Zitat gewesen, hast du gesagt, lieber Herr Ministerpräsident, wenn Sie nicht wissen, wo die Mitte ist quasi, nehmen Sie sich mal ein Stück Papier, falten Sie das zweimal, dann haben Sie genau in der Mitte, wenn Sie ein Blatt falten, haben Sie genau die Mitte. Und Mitte bedeutet, politische Mitte, gleicher Abstand von allen Rändern und von allen Rändern der politischen Reihe. Jetzt ist die Frage,
Was war denn der Grund, dass diese Krakeler derartig den Anstand und Respekt vermissen ließen? Also man hat ja eigentlich den Eindruck, das ist ein hohes Haus, dort geht es ja besonders gesittet vor, da sind Leute drin, die sind da gewählt worden, die zeichnen sich besonders auch aus, die sollten ja auch eigentlich Vorbild sein. Und ganz besonders, warum gab es denn seitens der Landtagspräsidentin, ja, Luise Neuhaus-Wartenberg, warum gab es da keinen Ordnungsruf für die Störer? Man hat das ja ganz oft so, dass Leute auch aus dem Land, wir hatten es gerade in Baden-Württemberg, da ist jemand ausgeschlossen worden, weil er seine Meinung gesagt hat. Er ist dem nicht Folge geleistet, man hat ihn mit der Polizei raustragen lassen und der hat nicht rumgeschrien, der hat auch niemanden beleidigt. Warum ist das nicht passiert, als du die Rede gehalten hast und man hat dich massiv gestört? Naja, das hängt sicher mit dem Thema, was ich mir da gewählt habe. Das Ganze war eine Aktuelle Stunde, da beantragt von der SED, also von der Linken, ja. Zum Thema, wer wird gehört, die verschiedenen Demos, die es stattgefunden hat, also diese Regenbogen-Demo, ja, ich habe den Namen vergessen, und Corona-Demo und Polizeigesetz wurde auch geändert, da gab es auch Demos dagegen. Und Corona-Demos, das sind diese Demos, was die Bürger eben gegen die Masken und so gemacht haben. Auf wen hören Sie, Herr Ministerpräsident? Das war das Thema, was die SED da beantragt hatte, Aktuelle Stunde. Und die haben dann angefangen und da kam dann raus, sie hatten ihren Schmerz damit, dass der Ministerpräsident nie zu ihrer Demo gegangen ist. Die hatten den eingeladen zu der, mein Gott, wie heißt du denn, irgendwas mit Bund und so, habe ich vergessen. Jedenfalls, dort, das war ihr Schmerz, ne? Dass er dort nicht hingegangen ist, sondern er ist dann mal in den Großen Garten in Dresden gegangen, sonnabends, wo dann Bürger da sich versammelt haben, die mit der Maske nicht einverstanden waren. Also dieser sogenannten Corona-Demo, was eigentlich gar keine Demo war, sondern einfach, die haben sich dort versammelt. Ist nach Versammlungsgesetz ist das dann halt eine Demo. Dort hat er sich dann mal sehen lassen und da habe ich dann auch ihm das meinen Respekt bekundet, dass er woher er jetzt mit seinem Fahrrad kam und was, das lassen wir mal weg, aber jedenfalls ist er dort einfach so unter die Leute gegangen und hat sich dort auch ziemlich viel anhören müssen. Also er hat das gemacht, er hat den Mut gehabt, sich dort unter die Leute zu mischen und sich das mal anzuhören, was die sagen. Und bei den Linken war er eben nie und deswegen hatten sie diese, wollten sie ihren Schmerz mal ausdiskutieren. So. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was sage ich jetzt dazu? Wer wird gehört, Herr Ministerpräsident? Das ist für mich der Punkt gewesen. Und dann habe ich gedacht, wenn er schon zu den Leuten geht, dann soll er doch bitte schön auch mal auf die hören, was die zu sagen haben. Das hat er nämlich nie gemacht. Und dann habe ich ein Beispiel genommen, wenn ich zum Bäcker gehe, dann steht die Frau da hinter der Theke mit der Maske. Hinten dran ist der Ofen, wo alle Stunden frische Brötchen rauskommen. Es ist schön warm, es wird Sommer, es wird noch wärmer und die steht den ganzen Tag dort mit der Maske. Und wenn ich da reingehe, dann frage ich die Verkäuferin, wie geht es Ihnen denn so mit der Maske? Und dann erzählen die mir, dass die Kopfschmerzen haben, dass die schlecht schlafen können, dass die Hautausschläge kriegen und dass die da leiden. Und es ist gar keine Infektion mehr da. Also zu dem Zeitpunkt waren 4 neue Infektionen pro Tag in ganz Sachsen. 4 Millionen Einwohner, 4 neue, also pro 1 Million Einwohner eine neue Infektion. Und das ist für mich nicht mehr verhältnismäßig. Da muss man diesen Menschen eine Erleichterung verschaffen. Und das habe ich halt dort in meiner Rede vorgetragen. Und daran appelliert ihn, dass er auf diese Leute hört und sein Herz dort gibt. Ne? Also ich bin da mehrfach unterbrochen worden von dieser Vizepräsidentin, die da amtiert hat. Wir haben eine dritte Vizepräsidentin, die wird von der SED gestellt. Die hat mir mehrfach gesagt, ich hätte das Thema verfehlt. Ich habe gesagt, das Thema ist, wer wird gehört, Herr Ministerpräsident? Also ich war kurz davor, sie hat mir dann angedroht, das Mikro abzudrehen. Dann war ich zum Glück rum mit meiner Rede. Ich wollte eigentlich noch, was mir dann unterbrochen wurde, es gibt da diese Geschichte von König Salomon. Der war sehr jung, sein Vater ist gestorben, ich glaube, das war König David, wenn ich das so richtig weiß. Und der wurde dann König der Juden, ist eine Geschichte aus der Bibel. Und dann träumt er, dass ihm in der Nacht Gott erscheint und er einen Wunsch frei hat. Und so geht die Geschichte. Ne? Und da sagt er, schenke mir ein hörendes Herz, damit ich mein Volk klug zu regieren verstehe.
ein hörendes Herz. Das ist ja schon, da braucht man gar nicht weiter erklären, was das ist. Ne? Also, und genau dieses hörende Herz wünsche ich unserem Ministerpräsidenten, dass er das eben versteht. Und dieses Thema, dass man das, da ist auch von der CDU gekommen, das würde alles nicht stimmen und ich würde mir was ausdenken. Die haben alle rumgeschrien, also die Linken am meisten. Die fühlen sich da angegriffen, weil sie eben nie aufs Volk hören, weil sie das gar nicht mehr wahrhaben wollen, weil sie diesen Respekt gar nicht mehr haben. Wenn man das denen mal den Spiegel vorhält, dann gehen die außer sich. Und das war wirklich, die haben da, also ich habe manchmal mein eigenes Wort nicht mehr verstanden, so laut war das. Und eine Präsidentin des Landtages, die hat die Aufgabe, dass mein verfassungsmäßiges Recht ist, dass ich dort reden kann. Das ist im Parlament so. Und die muss zur Ordnung rufen und muss zur Ruhe rufen und muss dafür sorgen, dass ich meine Rede halten kann. Und das ist auch strittig, ob die mir vorschreiben kann, was ich da sagen darf. Ja. Also, ne, wo geht denn das? Da sind wir ja schon wieder weg von der Freiheit und von einer parlamentarischen Freiheit. Wenn ich dann schon erst das ihr zur Genehmigung, zur Zensur vorlegen muss, ich ihrer Meinung nach dort sagen darf. Also das wird noch ein Nachspiel haben. Wir haben als Abgeordnete, habe ich natürlich den Respekt vor der Institution, Parlamentspräsident einzuhalten. Ne, also wir müssen das intern mit dem Präsidium und mit dem Präsidenten klären und im Landtag. Aber so kann es nie weitergehen. Und es ist auch eine Frage, wenn man Meinungen austauscht, man muss auch eine andere Meinung mal ertragen. Ne, also der SPD-Chef in Sachsen, als das erste Parlament in Sachsen nach der Wende gegründet wurde, der hat damals gesagt, ist nachzulesen in der Eröffnungsrede, wir müssen lernen, uns zu ertragen. Ich muss die ja auch ertragen. Ja. Wenn die Kommunisten davon eine Rede halten, muss ich den auch ertragen. Und die müssen das ertragen, wenn ich denen den Spiegel vorhalte. Das ist so. So, Fragen des gegenseitigen Respekts. Auch. Ja, genau. Ja. Genau. Nee, es ist natürlich sicherlich ganz reiner Zufall, dass die Landtagspräsidentin, also die Vize-Landtagspräsidentin, die Sitzung geleitet hat, Luise Neuhaus-Wartenberg, dass die Mitglied der Linkspartei ist, dass die Störer von der Linkspartei kamen und dass Frau Luise Wartenberg bekennende Antifa-Sympathisantin ist. Das kann man so sagen, weil sie stand bereits vor dem Sächsischen Landtag mit der Antifa-Flagge, hat sie ganz stolz posiert. Da sage ich nur, Frau Neuhaus-Wartenberg, überlegen Sie sich die nächste USA-Reise, weil mit dieser Vorgeschichte könnte die eventuell irgendwie mit einem kleinen Kuba-Aufenthalt enden. Guantanamo, also wenn man Trump so hört, hat er jetzt die Antifa als Terrororganisation verboten oder will sie verbieten. Er will sie verbieten. Ist sicherlich auch was dran, wenn man das sieht. Und dann wird es, also wie gesagt, USA reisen. Die Landtagspräsidentin könnte etwas eng werden. Jetzt kommen wir zum ganz anderen Thema. Wir hatten das schon mal, gerade jetzt mit dir, Grit. Andreas Kalbitz, du hast das aus juristischer Sicht beleuchtet, wie der weitere Verfahrensweg ist. Norbert, du hast ja nun quasi als stellvertretender Fraktionsvorsitzender in einem der stärksten, wenn nicht gar dem stärksten Landesverband, AfD-Landesverband, wo bei der letzten Wahl hier in Sachsen fast jeder dritte Bürger hat ja sein Kreuz bei der Alternative gemacht. Da bist du ja doch sehr stark involviert und du bist aber nicht nur Abgeordneter, nicht nur stellvertretender Fraktionsvorsitzender, du bist auch Richter am Landesschiedsgericht. Ja. Hier in Sachsen, also dieses seit sechs Jahren, also ein Parteischiedsgericht. Also du steckst also ganz parteiintern tief in der Materie drin, beziehungsweise musst dich ja zwangsläufig damit auch befassen. Jetzt ist die Frage, folgt die AfD jetzt dem unrühmlichen Beispiel der SPD, wo man ja auch unbequeme, kritische Stimmen aus der Partei zu drängen versucht, wie beispielsweise Thilo Sarrazin. Wir haben es gerade von Grit gehört. Nein, es ist natürlich kein Parteiausschluss. Es wird nur die Gültigkeit der Mitgliedschaft oder von vornherein der Aufnahmeantrag. Ja, es ist eine juristische Spitzfindigkeit. Also am Ende wäre er raus. Also man hat das Ergebnis, was man damit erzielen will, ist ja, dass Andreas Kalbitz die Partei verlässt oder überhaupt nie drin war, sozusagen. Ist das so? Tendiert die AfD jetzt in Teilen in diese Richtung, dass man versucht, gerade das, was immer die Stärke der AfD war, wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Strömungen. Der Flügel gehört, wie Meuthen das ja gesagt hat, der Flügel gehört zur Partei dazu. Will man diese Meinung jetzt ausschließen? Steckt da eventuell dies dahinter oder wie siehst du das? Also ich spreche jetzt nicht als Fraktionschef oder in der Fraktionsvorsitzende. Ja. Ne? Das muss ich schon mal. Ich spreche jetzt nicht für die Fraktion oder so, sondern nur für mich. Aber das verdeutlicht ja nur. Aber ich spreche natürlich für mich selber. Genau. Das vorangestellt natürlich. Ja.
ich sehe das unter ein bisschen einen anderen Gesichtspunkt oder anderen Blickwinkel als die Grit. Das Grundgesetz wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg verkündet, entwickelt oder ausgedacht und zusammengestellt von den Leuten, die diese schreckliche Zeit der Diktatur und des Krieges erlebt haben. Und die haben sich natürlich besonders Gedanken gemacht, wie für die Zukunft eine Demokratie, eine Freiheit, eine freiheitlich-demokratische Republik, so heißt es ja, wie das gesichert werden kann und wie man Schranken einbaut, dass kein Missbrauch stattfindet. Das hat die sehr bewegt, weil die das ja gerade hinter sich hatten. Und deswegen haben die in das Grundgesetz auch diesen Artikel reingeschrieben über die Parteien, dass die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Wir wissen ja, von allen Demokratien ist Mehrheitsbildung für eine Regierung oder für ein Parlament, das funktioniert halt überall über Parteien. Wie soll man sonst eine Mehrheit zusammenkriegen? Man muss ja eine Gruppe bilden, die dann irgendwo eine Mehrheit, sich verständigt auf eine Mehrheit, ja, um irgendwas voranzubringen. Und wenn lauter Einzelne, manche träumen ja davon, das sind alles Expertenregierungen und jeder geht bloß als Einzelperson rein, aber trotzdem müssen die sich ja finden und müssen für irgendeine Idee eine Mehrheit bilden. Also Parteien sind halt das Mittel dazu. Und dann geht es weiter. Parteien müssen im Inneren demokratischen Grundsätzen entsprechen. Also sie müssen sich im inneren Verhältnis in der Partei selber demokratisch verhalten. Das steht im Grundgesetz festgeschrieben. Und aus dem Grundgesetz heraus wurde dann das Parteiengesetz entwickelt, als Umsetzung praktisch von dieser Forderung, dass es demokratisch zugehen muss. Und da wollte man natürlich sichern, dass niemand, weil er im Vorstand unlieb ist oder weil er irgendwas dem Vorstand nicht gefällt oder andere Meinungen hat als der Vorstand oder was auch immer oder jedenfalls in Missfallen geraten ist oder in Missgunst geraten ist, dass der da einfach von dem Vorstand ausgeworfen werden kann. Und deswegen steht in dem Gesetz da drin, es muss eine interne Schiedsgerichtsbarkeit geben in der Partei, die muss unabhängig sein von allen anderen Vorständen. Also ich darf auch in keinem Vorstand mich wählen lassen, weil ich eben Schiedsrichter bin. Und es muss eine Berufungsmöglichkeit geben. Und dann muss es, wenn jemand rausgeschmissen werden soll, muss es ein Ausschlussverfahren geben. Und dann muss, da sind ganz strenge Voraussetzungen dafür gegeben. Deswegen fällt es der SPD ja auch mit dem Sarrazin so lange schwer. Ne? Also jetzt haben wir das ist der Grund, weil da muss man wirklich ganz handfeste Dinge haben, dass jemand einer Partei Schaden zugefügt hat. Und diese Dinge, die kann man, und das hat auch das Berliner Landgericht in das Urteil reingeschrieben, die kann man halt nie umgehen, indem man irgendwas findet, dass da einer vorher irgendwo bei einer Gruppe war, wo das der Verfassungsschutz was behauptet, aber nie vorgelegt hat. Das sind Behauptungen von dem Verfassungsschutz und die sind nicht schon mal belegt. Und da kann man nie zum Anlass nehmen und sagen, jetzt, du warst nie Mitglied bei uns. Also ich halte das sehe ich eben halt ein bisschen anders als die Grit. Aber ich denke, wenn jemand so aktiv ist, der ist ja schließlich von den Mitgliedern als Landesvorsitzender gewählt, der ist von dem Volk in die Fraktion gewählt, der ist von der Fraktion als Vorsitzender gewählt. Also da haben ganz viele Leute gesagt, den wollen wir dort sehen. Und der ist von diesem ganz vielen Leuten in der AfD in den Bundesvorstand gewählt. Da haben auch ganz viele Mitglieder gesagt, wir wollen den an der Stelle sehen. Und deswegen, also Andreas Kalbitz war auch schon hier und hat hier mit uns Wahlkampf gemacht, ganz klar, er ist ja vom Nachbarland. Ja, deswegen halte ich das, sehe ich das aus einer anderen Perspektive heraus. Ja, das ist für mich nicht so ganz dementsprechend, was das Grundgesetz uns auferlegt hat. Wenn man andere Wege sucht und um jemanden rauszukegeln. Und das genau ist. Genau das sehe ich nicht. Ja, sehe ich gut, genau das weiß anders, ich ja. Ne? Also, ich habe ja auch nicht widersprochen. Wir sind da unterschiedlicher Meinung. Die lassen wir einfach mal so stehen, wie das unter Demokraten so üblich ist. Ne? Aber am Ende werden es die Gerichte entscheiden. Am Ende wird das, ja, und du hast ja vorhin schon gesagt, Obersticht unter. Also, es gibt eigentlich schon die Frage, ob ein Bundesschiedsgericht als erste Instanz entscheiden darf. Hat das Parteiengesetz ja ganz anders geschrieben. Die haben geschrieben, du musst eine erste Instanz im Land haben, also im Bundesland, und dann musst du eine Berufungsmöglichkeit haben beim Bundesschiedsgericht. Und jetzt geht das gleich ins Berufungsinstanz
Und da geht das schon schief da an der Stelle. Eigentlich müsste als erstes, der Bundesvorstand kann sagen, wir beschließen, wir wollen den raus haben, dann müssen die das bei dem Landesschiedsgericht beantragen. Das haben sie alles gar nicht gemacht, weil sie, nee, die haben ja gesagt, wir kegeln dann ganz anders raus. Das ist ja genau der Punkt, das Bundesschiedsgericht hatte Andreas Kalbitz angerufen. Nee, also wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Also ich sehe da ein bisschen das anders. Das zieht sich auch bei uns durch die ganze Partei durch, dass es dann der eine Teil sieht das so, der andere Teil sieht das so. Es ist kompliziert, eine komplizierte Sache, das ist richtig. Genau. Wir haben natürlich schon, wir sind NSR, also wir haben den Vorsatz, NSR demokratische Partei zu sein. Wir wollen ja anders sein als die anderen, wir wollen eine Alternative sein, wir wollen die Demokratie haben. Und wir haben uns auch bei unserer Listenaufstellung voriges Jahr, da haben wir uns auch so viel Demokratie erlaubt selber, dass es eben zwei volle Wochenenden gedauert hat und dann kam die Wahlleiterin und meinte, das sind jetzt zwei Versammlungen und nicht eine und deswegen streichen wir euch die Hälfte weg. Ja, ich gehöre mit zu denen, die da gestrichen wurden. Und dann bin ich mit anderen Freunden zusammen vor das Verfassungsgericht gezogen nach Leipzig und dann haben wir uns das erschritten, dass wir in das Parlament dürfen. Also dass wir auf dem Wahlzettel erscheinen dürfen, das wollte uns der Staat schon wegnehmen. Und das sind so Dinge, wir müssen kämpfen für die Demokratie, wir müssen kämpfen für die Freiheit, weil sonst wird sie uns Stück für Stück weggenommen. Die Frage ist das, allerdings, wie weit öffnet sich eine Partei? Ne? Die Frage ist ja, wie weit öffnet sich die Partei? Ja, also das ist ja der Punkt. Ne? Wir können sicherlich heute... Da kann man lange drüber diskutieren, aber und deswegen sage ich auch, wir müssen mit allen Leuten reden. Wir müssen auch mit denen reden, die sich... Du hast gesagt, du siehst dich eher links, Steimle sieht sich eher links. Trotzdem, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich hier Freiheit und Demokratie in dem Land aufrechtzuerhalten, dann müssen wir das auch gemeinsam machen. Ist in Ordnung, jeder, der das will. Muss miteinander gehen. Schönen Satz zum Schluss zu Demokratie. Da wird dann immer gesagt, Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es heute Abend zum Essen gibt. Genau. Das wäre fast schon ein Schlusswort. Wir sind aber immer noch nicht am Ende. Lieber Norbert, es ist auch so, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch weiter diskutieren über den Fall Kalbitz. Wir werden das vielleicht mal zu gegebener Zeit noch machen. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann würde ich euch beide noch mal nach einladen, liebe Grit. Dann könnt ihr vielleicht noch mal, können wir die Meinung im kontroversen Gespräch, ich will nicht sagen Streitgespräch, aber im kontroversen Gespräch noch mal zusammenbringen. Lieber Norbert, wir danken dir ganz herzlich, dass du heute hier warst und weiterhin viel Erfolg im Landtag als Volksvertreter, der das auch so sieht, das Volk zu vertreten. Und möglicherweise gibt es ja andere Abgeordnete, die sehen das etwas anders. Das nochmal zum Nachdenken. Jetzt würde ich wieder das Wort an die wunderbare Miriam übergeben. Dankeschön. Wenn Menschen hier sitzen, die sich trauen zu reden, stellt sich mir immer eine Frage. Und die hätte ich jetzt gerne als Antwort von allen Gästen. Feros, die einflussreichste Person in deinem Leben. Wer war das oder wer ist das und warum? Eine kurze Antwort. In meinem Fall tatsächlich keine zeitgeschichtliche, historische oder prominente Person. In meinem Fall mein Vater. Oh, schön. Also ich bin von meinem Gemüt her, komme ich sehr nach ihm. Und er hat mir unabhängig jetzt von inhaltlichen Übereinstimmungen oder Differenzen ein paar wichtige Hinweise und Weisheit mitgegeben, die ich stets bedenken soll. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Das ist schön, das höre ich total gern. Darf ich nach einer Sache fragen, die er dir mitgegeben hat, die dir am meisten bedeutet? Ja, einfach stets eine Gewissenhaftigkeit zu berücksichtigen, dass ich unabhängig davon, wie ich mich entscheide, immer nach meinem Gewissen verpflichtet fühle. Oh, das ist ja toll, sehr schön. Das sollten alle Eltern ihren Kindern beibringen, finde ich sehr schön. Ich auch, ja. Ralf, bei dir. Wer war die einflussreichste Person in deinem Leben und warum? Eine kurze Antwort. Nicht eine, sondern zwei. Okay. Ich habe meine Eltern und dafür bin ich sehr dankbar und die haben mich genauso erzogen, wie ich bin. Und ich glaube, so sind wir Menschen im Herzen überall. Sehr schön. Und wenn es allen so gehen täte und wir die Voraussetzungen schaffen, die ich auch hatte, dann wachsen wir alle so auf, wie ich beispielsweise bin und ganz viele Menschen sein wollen. Ja. Und dann ist eigentlich alles gut. Und die Kartoffelsuppe nicht zu vergessen. Bohnensuppe. Ja. Bohnensuppe. Bohnensuppe. Und ansonsten stehe ich natürlich in meiner Mitte selbst. Ja. Aber ist schön. Das waren schon die zwei, oder sind noch, glücklicherweise, ich habe sie noch, die wichtigsten zwei. Sehr
Sehr schön. Grit. Wenn ich jetzt nicht meine Eltern sage, sind meine Eltern traurig. Das waren natürlich die einflussreichsten Personen auf mich, ganz klar. Und ich hatte ganz tolle Eltern immer noch, auch im hohen Alter. Wohnen ja auch mit bei uns im Haus, also ist wirklich ganz toll. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Frau mit dem meisten Einfluss meine Tante Erna aus Leipzig. Erst aus Leipzig, das hat sie gehasst. Später Köln war und sie hat mich die Freiheit gelehrt. Oh, sehr schön, sehr wichtig. Gerade bei Mädels. War sehr, sehr wichtig, dass ich dort sehr viel Zeit verbringen wollte. Es waren zwei Welten bei ihr. Ja. Also das war, wenn ich bei ihr war, da war ich ein bisschen im Westen. Ja, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wie das ist jenseits der Mauer, was wir ja nicht kannten. Und jetzt hilfst du mit die Freiheit, dass wir die behalten. Das sehr ist schön. Mein Ziel. Ganz wichtig. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Unsere Freiheit. Ja. Und da sehe ich ganz klar bedroht. Die kriegen wir gerade weggenommen. Und ich sehe ganz viel ersetzt. Sozialismus momentan. Ja. Und das ist meine große Sorge. Ja. Ich glaube, wir haben so richtig, die richtige Marktwirtschaft, die Bundesrepublik damals stark gemacht hat, die haben wir gar nicht mitbekommen hier im Osten. Da war das schon vorbei. Das ging in den Ende der 80er Jahre, würde ich sagen, ging das los. Und sehr viel zentralistisch geregelt, sehr viel Bürokratie. Und die Menschen, die was tun wollten, die auch gerade nach der Wende, die so viel Energie hatten, die wurden so heftig ausgebremst, ganz häufig. Aber du kämpfst weiter für die Freiheit. Ich kämpfe weiter, sehr aber schön. Klar. Elmar. Gut, ich bin zwar kein Gast, sondern ich soll jetzt auch die Frage beantworten. Okay. Wer einflussreichste Person in deinem Leben und warum? Eine kurze Antwort. Ich würde es mal nicht sagen einflussreichste, sondern die Person, die für mich ein bisschen als Vorbild gilt. Ja. Und das ist Harald Schmidt. Harald Schmidt einfach deshalb. Er ist ein grandioser Zyniker. Er ist ein grandloser Satiriker und war auch so ein bisschen in meinem Tun immer das Vorbild. Das Interessante ist ja, wenn er heute das sagen würde, was er in den 90er Jahren gesagt hätte, der wäre nach der ersten Sendung wäre weg vom Fenster. Und er hat es aber meisterhaft beherrscht, auch Missstände auf eine gewisse humorvolle Form anzusprechen, ohne andere Menschen dazu zu verletzen oder bloßzustellen. Hat das sicherlich in überspitzter Form auch getan, aber ohne wirklich jemandem weh zu tun. Und denke ich, das ist auch immer so mein Vorbild, wenn ich meine Kolumnen schreibe. Ich gehe hart mit den Leuten ins Gericht. Ich kann auch hart einstecken. Ich bekomme auch manchmal interessante Zuschriften, kann nicht alles. Aber ich versuche es immer so zu machen. Die Leute haben sich ja in eine gewisse Position hineinmanövriert. Also wenn ich irgendwas Falsches mache oder wenn ich irgendwas gegen das Volk mache, dann muss ich auch mal damit rechnen, dass mir einer mal entsprechend richtig einschenkt. Und da ist in dieser Position ist halt Harald Schmidt immer noch von seiner Art, wie er das gemacht hat, ein riesiges sehr Vorbild. Genial. Also mit riesen Fußstapfen, da komme ich nie rein. Das stimmt. Norbert Meyer. Ja, also völlig überraschend ist natürlich mein Vater für mich sehr prägend gewesen. Er hat einen sehr starken Gerechtigkeitsgesinn gehabt. Selber denken war immer angesagt und vor niemanden Angst haben. Vor nichts und niemanden Angst haben, also vor Gott. Da hat man Respekt. Ja. Und was mich auch stark beeinflusst hat oder geprägt hat, ist Augustinus. Das war ein Bischof, der hat 300, um 400 nach Christus in Nordafrika gelebt. Und der hat so einen Satz geprägt, der mich schon seit langem umtreibt. Nimm das Recht weg. Was ist ein Staat dann anderes als eine große Räuberbande? Ja, und das ist so ein Satz, das zeigt einmal, dieses Phänomen gibt es schon sehr lange und immer wieder. Und die Menschheit muss sich immer wieder dagegen verwahren, wenn das Recht weggenommen wird. Wenn das Recht, das brauchen die Mächtigen, brauchen kein Recht. Die einfachen Leute brauchen das Recht, um sich zu schützen vor der Macht. Ja. Und das ist eigentlich so ein Kernsatz, der mich sehr bewegt. Dieser Satz wurde in meiner ersten Vorlesung Verfassungsrecht von unserem Professor in Köln an die Wand geschrieben. Ja. Dieser Satz. Ich fand das sehr beeindruckend. So schließt sich der Kreis. Ja, sehr schön. Sehr schön, vielen Dank. Die Miriam hast du nicht gefragt. Wie bitte? Die Miriam. Jetzt müssen wir die Miriam mit fragen. Ich bin nicht vorbereitet. Waren wir alle nicht. Das waren wir alle nicht. Das stimmt. Wer war für dich die prägende Person oder die Person, die für dich als Vorbild oder dich am meisten beeinflusst hat? Meine beiden Großmütter.
wunderbare, starke, gerechte, freiheitsliebende Frauen, die es nicht einfach hatten. Und die mir dabei beigebracht haben, auch wenn das nicht der Weg ist, den alle gehen, du gehst ihn, damit du abends gut einschlafen kannst. Meine Großmütter, beide. Absolut. Ja. Sehr schön. Also man sieht schon, die Familie hat ganz viel Einfluss auf den Menschen. Und ich denke auch immer, man versucht da gerade, die Familie ist eigentlich die kleinste Zelle in unserem Land, die kleinste Zelle auch der Demokratie. Und wenn man versucht, auch die kleinste Zelle zu spalten, wir sehen das ja manchmal, dass dort Risse durch Familien gehen. Also ich habe das erlebt, sind Leute, der Vater ist zu Pegida gegangen und der Sohn bei der Antifa beispielsweise, das ist ein ganz extremes Beispiel. Aber auch wenn man versucht, die Familie zu zerstören, dann versucht man, die kleinste Zelle zu zerstören. Und was passiert, wenn im Körper Zellen zerstört werden? Das ist eigentlich hinlänglich bekannt, wo das endet. Und ich denke, da müssen wir aufpassen auch, dass wir den Zusammenhalt in den Familien, unter den Freunden weiter stärken und notfalls auch verteidigen gegenüber den Angriffen. Genauso wie wir die Angriffe auf unsere Demokratie verteidigen müssen. Egal, ob das von links oder von rechts kommt oder auch aus welcher Religion her das kommt. Das ist halt ganz wichtig. Sehr schönes Schlusswort, Elmar. Gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir natürlich grandios überzogen, auch mit unserer Zeit. Miriam, hattest du noch Fragen an Gäste? Oder du bist quasi wunderbares Schlusswort, selbst Elmar. Am Ende. Liebe Zuschauer, wir danken Ihnen fürs hoffentlich aufmerksame Zuschauen. Für Kritik, Fragen, Anregungen sind wir natürlich immer ganz offen. Miriam natürlich auch. Nicht für Kritik. Also wir sind da ganz offen und würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns das unten in die Kommentare unter dem Video mit dazu schreiben wollen. Egal, ob es Ihnen gefallen hat, ob es Ihnen nicht gefallen hat, ob Sie irgendwelche... Davon lebt das ja auch. Auch dieses Format hier, was wir jetzt als Premiere da haben. Wir werden das auch berücksichtigen, wir werden uns das anschauen. Wir lesen uns auch wirklich also jeden einzelnen Kommentar auch dann durch. Und ob wir hier noch... es ist ein Versprechen. Also du musst die Hälfte lesen, Miriam. wir machen das auch wirklich. Und je nachdem, wie es jetzt bei Ihnen ankommt, wie das Interesse ist, könnte es sein, es gibt eine nächste Ausgabe von Vorsicht Klartext. Und bis dahin bedanke ich mich erstmal bei allen Gästen, an meine Co-Moderatorin, das Begleiten hier, fürs Dasein, für die wichtigen und richtigen Worte, die vielleicht auch manchen so mal zum Nachdenken überlegen und vielleicht manchen mal dazu anregen, vielleicht mal die eigene Position zu überdenken und sich der anderen Position zumindest zuzuhören und nicht gleich die Jalousie runterzumachen. Man muss sich da nicht gleich öffnen, man muss nicht das andere sich annehmen, aber zumindest mal drüber nachdenken, ob da vielleicht auch irgendwas dran ist und dass man vielleicht zusammen einen Mittelweg findet. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie kritisch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.